Schönen guten Tag erstmal. Hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank an den Deutschen Handverband, vielen Dank an die Kanoke für die Einladung. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Leon König, bin in Berlin geboren, hier am Stadtrand aufgewachsen, habe schon ein bisschen Anbauerfahrung und arbeite für die Humboldt-Universität. Ich bin da zum Ende meines Studiums vor 2 Jahren hin in die letzte Cannabis Research Class gekommen. Das ist ein interdisziplinares Studienprojekt von der HU, wo unterschiedliche Disziplinen zusammen an der Pflanze geforscht haben. Bin ein bisschen später dann auch der Tutor von der Class geworden. Class war dann vorbei. Mir hat es da ganz gut gefallen in Dahlem auf dem Campus. Dementsprechend arbeite ich da immer noch, kümmere mich heute so ein bisschen um den praktischen Teil von den Bachelor- und Masterarbeiten mit Cannabisbezug, mache Tissue Culture, also in vitro. Und ganz simpel auch einfach nur um die Mutterpflanzen kümmern, dass wir genug Stecklinge für unsere Versuche haben. Um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt sozusagen von meinem Arbeitsplatz oder beziehungsweise von der Humboldt-Universität. Hier sieht man jetzt einen Versuch, da sieht man 2 Überwachungskameras mäßig. Das sind auch quasi Überwachungskameras. Wir haben hier unten kleine Sensoren, die mehr oder weniger ein Blatt nachempfinden oder die, besser gesagt die Stomata-Öffnung von dem Blatt. Stomata sind die Poren, wodurch die Pflanze transpiriert, sprich die ist extrem wichtig. Diese Poren sind extrem wichtig für den Stoffwechsel. Wenn die zu sind, dann stoffwechseln die Pflanzen nicht mehr so gut. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Wir haben das dann verglichen mit üblichen Porometermessungen macht man das und das hat gut funktioniert. Erfolgreiches Projekt. Und sieht auch ganz schön aus, finde ich. Das ist unser S1-Bereich unten im Labor. Das ist auch ein Laborbereich. Da haben wir eine Klimakontrolle. Da können wir Luftfeuchtigkeit steuern, die Temperatur steuern und haben unterschiedliche Kabinen. Da können wir dann zum Beispiel unterschiedliche Lichttreatments geben, wie es jetzt bei mir bei der Cannabis Research Class der erste Fall war. Genau da haben wir verschiedene UV-Verhältnisse zueinander, also UVA und UVB und auch generell verschiedene UV-Intensitäten ein bisschen geguckt, was man mit den Pflanzen macht. Das ist der In-Vitro-Bereich, Tissue Culture. Um dazu vielleicht kurz was zu sagen, Tissue Culture in vitro bedeutet so viel wie im Reagenzglas. Das heißt, wir ziehen Pflanzen unter vollkommen sterilen Bedingungen in einem komplett sterilen Nährmedium. Das heißt, bevor wir die Pflanzen da rein überführt haben, wurden die auch in Alkohol ertränkt. So doll, dass es auch nur ein paar geschafft haben. Dass es auch 100% steril ist, wenn jetzt hier in diesem komplett sterilen Behälter da jetzt irgendwie eine kleine Pore reinkommen würde, eine kleine Spore, dann würde da auf jeden Fall direkt der Teppich ausbrechen, weil es keine Gegenspieler gibt. Das ist wirklich komplett klinisch. Hat einige Vorteile. Wir können, wie man hier vielleicht sieht, Fragmente von unfassbar kleinen Pflanzen bewurzeln, weil wir keine Verdunstung haben da drin, in dem Sinne, dass wir da dann zu geringe Luftfeuchtigkeit dafür haben. Wir können durch die Phytohormone, also die Pflanzenhormone, die wir auch in das Medium eingeben, die unterschiedlichen Organausprägungen beeinflussen. Wir können da zum Beispiel ganz viel Wurzelwachstum herbeiführen, die Stängel ein bisschen dicker werden lassen. Für mich persönlich einer der größten Benefits an dem In-Vitro ist, dass wir, wenn die Pflanzen relativ schnell wachsen und die Pflanzen ein Virus haben, man quasi das oberste Stück von der Pflanze, das wächst dann ein bisschen schneller, der Virus kann nicht hinterherkommen, dann kann man das rausschneiden sozusagen und die Pflanze vom Virus befreien. Ich war am Anfang nicht so ein Riesenfan von der praktischen Arbeit, weil man ist unter Abzügen, es ist relativ laut, es ist steril, man arbeitet, muss die ganze Zeit die Hände desinfizieren, mit Pinzette und Skalpell an den Pflanzen arbeiten, war auch vollkommen neu für mich, aber die Möglichkeiten, die es bringt, die sind auf jeden Fall super. Das jetzt nochmal als letzte Demonstration dazu, was wir an der Uni machen. Das war tatsächlich eine Bachelorarbeit auch im Rahmen von der Cannabis Research Class. Und zwar hatten wir da 4 Düngetreatments insgesamt. Oben war die stark gedüngte Gruppe, unten war die schwach gedüngte Gruppe. Die wurde nochmal in der Mitte geteilt. Die eine Hälfte hat Siliziumzugaben gekriegt, die andere nicht. Der Teil mit der geringen Düngung und der Siliziumzugabe hatte sogar einen kleinen Zuwachs an Gewicht und an den Blüten. Cannabinoide-Terpene haben sich aber nicht verändert. So viel zur Universität. Anderer Part von mir ist, dass ich auch mit der Humboldt Seed Company zusammenarbeite. Das ist eine Seed Company aus Kalifornien. Die habe ich letztes Jahr kennengelernt und das ist der andere große Teil, der mich begeistert, Genetik und Samen, generell Samenproduktion. Das ist jetzt auch kein übliches Gewächshaus. Man sieht hier Ned, den Owner von der Firma, in einem
in einem Netzhaus, sage ich mal, das ist ein ganz, ganz feines, maschiges Netz, dass die Pollen da nicht durchkommen. Hier sieht man so eine reversed Autoflower-Pflanze und er hat ein Laubgebläse in der Hand, womit er den Pollen dann in der Box verteilt. So viel einfach erstmal kurz zu mir, um mich vorzustellen. Ich freue mich heute auf jeden Fall extrem, den Vortrag hier für den Eigenanbau zu halten, weil ich denke, dass es die freiste Anbauform ist. Wir können sehr kreativ sein, wenn man die Basics drauf hat. Wir müssen uns nicht an GMP-Richtlinien halten. Wir müssen nicht Kompromisse eingehen, um ein Produkt auf den Markt zu platzieren. Das Produkt steht am Ende für sich und ich finde, und dadurch, dass es jetzt möglich ist, bin ich halt sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich hier eingeladen wurde, um genau diesen Vortrag zu halten. Ich weiß nicht, wie tief Sie alle in Ihren Kenntnissen sind. Ich hoffe, es wird nicht zu basic, ich hoffe, es wird nicht zu schwer, ich hoffe, es wird nicht zu leicht. Ich hoffe, dass jeder was mitnehmen kann und am Ende haben wir dann sonst noch die Zeit für den Deep Talk, für die weiteren Fragen, um hier tiefer noch reinzugehen. Ich würde es nochmal kurz ansprechen. Ich werde jetzt kurz mal auf ein paar allgemeine Sachen von der Pflanze eingehen. Wo kommt die eigentlich her? Wie ist es ursprünglich mal gedacht mit dem Cannabis? Und mache dann den Überschlag zum Indoor-Growing und gehe dann zum Ende hin immer mehr zum Outdoor-Growing, mache da vielleicht einen kleinen Sprung übers Gewächshaus und dann halt komplett nach draußen. Und ja, probiere mal einen kleinen Überblick zu verschaffen und vielleicht zum Ausprobieren anzuregen. Kommen wir jetzt zur Pflanze allgemein Cannabis. Ich fange jetzt mal ganz simpel an. Das ist eine einjährige Pflanze, das heißt, der Samen keimt im Frühling, sie wächst im Sommer, sie blüht im Herbst. Das heißt, sobald die Tage kürzer werden, wird der Pflanze signalisiert, hey, wir müssen uns vermehren, wir müssen ins nächste Jahr kommen, wir sollten mal Samen ausbilden. Dann fangen die Pflanzen an zu blühen, die männlichen Pflanzen bestäuben die weiblichen Pflanzen und so können dann die Samen bzw. die Genetik ins nächste Jahr getragen werden. Outdoor haben wir diese lichtabhängigen Sorten, da kommen wir noch drauf an. Es gibt auch Leute, Sorten, die sind nicht lichtabhängig, das können wir gleich unten nochmal besprechen. Die fangen normalerweise Anfang August an zu blühen und gehen dann bis in den Oktober rein. Wenn man Glück hat, ist man im September fertig. Und unter künstlich suggerieren wir diesen langen Sommertag mit 18 Stunden Licht, dann wachsen die Pflanzen und 12 Stunden Licht, dann blühen die Pflanzen. Es gibt auch, wie gesagt, diese lichtunabhängigen Sorten. Diese Samen haben quasi einen eingebauten Timer, denen ist es quasi egal, wie lange das Licht brennt oder auch nicht, oder wie lange die Sonne scheint oder auch nicht, das ist egal, ob Indoor oder Outdoor, die haben einfach einen Timer und die fangen nach 2 oder 3 Wochen einfach an zu blühen, was auch einige Vorteile mit sich bringt. Um nochmal verallgemeinert darauf einzusprechen, also ich habe jetzt hier viel über Samen geredet, alle Leute, die Cannabis zu Hause anbauen, wollen wahrscheinlich in der Regel vermeiden, dass da Samen drin sind. Wir wollen nämlich nicht Samen am Ende haben, sondern wir wollen die unbestäubte weibliche Blüte. Das Problem ist, wenn wir da Samen drin haben, oder das heißt das Problem, was passiert, ein großer Teil der Inhaltsstoffe, die wir sonst gerne für den Konsum haben würden, der wird sich verlagern in die Samenproduktion, weil eine Pflanze tendenziell immer probiert, sich zu vermehren und die Energie auch in die nächste Generation sozusagen probiert reinzustecken. Wie werden Samen produziert? Da würde ich jetzt auch noch gern kurz drauf eingehen. Ich denke, jeder von Ihnen weiß, dass es reguläres und feminisiertes Saatgut gibt. Die Frage ist, wie entsteht es? Reguläres Saatgut entsteht genauso wie in der Natur, wie ich es gerade erzählt habe. Wir haben eine männliche Pflanze, eine weibliche Pflanze, die bestäuben sich. Dementsprechend haben wir in den Nachkommen auch männliche und weibliche Nachkommen. Jetzt gibt es diese feminisierten Samen, ja, der Wortstamm sagt schon feminin, weiblich, ja, und feminisierte Samen sollten im besten Fall auch, wenn sie als feminisiert deklariert sind, auch nur weibliche Pflanzen hervorbringen. Wir verpaaren eine weibliche Pflanze mit einer weiblichen Pflanze. Das wird jetzt in der Regel nicht funktionieren. Wenn Sie schon mal zwei rein weibliche Pflanzen nebeneinander gestanden haben, dann werden Sie wahrscheinlich sehen, dass die keine Samen ausgebildet haben im besten Fall. Was machen wir also? Wir stressen die weibliche Pflanze A so sehr mit kollodialem Silberspray oder mit Lichtstress, es gibt bestimmt auch noch andere Chemikalien, dass die männliche Blüten Pollensäcke ausbildet. Das heißt, die weibliche Pflanze ist in der Lage, männliche Pollensäcke auszubilden, die auch fertile Pollen mit sich bringen. Das heißt, diese Pollen sind auch in der Lage, eine andere weibliche Pflanze oder auch die eigene weibliche Pflanze zu bestäuben. Was machen wir also? Wir nehmen den männlichen Pollen von der weiblichen Pflanze A und bestäuben damit die weibliche Pflanze B. Wir haben nur weibliche Nachkommen, die männlichen Chromosomen fehlen, die Erbinformation wird nicht weitergetragen. Dementsprechend müssten auch eigentlich alle Nachkommen rein weiblich sein. Dazu ist noch zu sagen, jede Samenpflanze ist unterschiedlich, ist individuell, trotz der gleichen Sorte. Wir sind noch nicht so weit in der Züchtung wie in der Tomatenzüchtung. Da gibt es tatsächlich Sorten, da schießt man 100 Samen los und die wachsen kerzengerade. Die sehen aus, als ob die alle aus dem gleichen Glas kommen. So weit sind wir noch nicht. Ist die Frage, ob das möglich ist. Da streiten sich die Geister, aber werden sehen, was die Zukunft bringt. Deswegen komme ich jetzt auch direkt, wir haben jetzt über die generative Vermehrung geredet, ne? Die Generation, die Samen, kommen wir zur Stecklingsvermehrung, weil das ist ein ganz wichtiges Tool. Jetzt haben wir diese Samenpflanzen, die alle individuell sind, schicken 3 zu Hause los.
und haben am Ende dann drei leicht unterschiedliche Sachen. Da spricht man von Phänotypen. Wir haben den Genotyp, die Sorte, und den Phänotyp ist die Ausprägungsform. Der Phänotyp heißt, wir haben eine Sorte, die heißt jetzt Zitrone. Und die sollte im besten Fall auch nach Zitrone schmecken, wenn wir sie als Zitrone verteilen wollen oder genießen wollen, wie auch immer. Jetzt haben wir drei von diesen Samen losgeschickt und die eine riecht nach Zitrone, die andere aber ein bisschen nach Limette und die andere ein bisschen nach Orange. Wir wollen jetzt halt, alles riecht nach Zitrus, so, ne, aber da gibt es halt diese Varianz, ein bisschen diese Variabilität, und da geht es dann hingehend, dass bevor man die Pflanze dann blühen lässt, man einen Steckling schneidet und den weiter unter 18 Stunden beleuchtet, um halt diese Pflanze wie ein Backup zu machen, weil wenn ich einen Steckling von einer Pflanze mache, dann habe ich die exakte Geninformation, die Pflanze wird genauso blühen wie die Mutterpflanze, und dementsprechend ist es ein ganz, ganz wichtiges Tool einfach, wenn man mit Cannabis arbeitet, dass man versteht, warum man Stecklinge macht und dass man auch die Stecklinge machen kann, weil sonst wird man immer wieder neue Sachen machen, und auch für die Reproduzierbarkeit und auch für einen selber, um das zu lernen, ist es ganz cool, wenn man mal 2-3 Jahre mit dem gleichen Steckling auch arbeitet, um zu gucken, ist das denn jetzt besser geworden? Habe ich denn jetzt mehr Ertrag? Wenn ich jedes Mal einen neuen Samen losschicke, dann fehlt da ein bisschen die Vergleichbarkeit, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich Leuten mit auf den Weg gebe. Nehmt mal einen Steckling und macht ihn mal 2-3 Runs hintereinander. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wird das wirklich besser. Auch wenn es natürlich vielleicht ein bisschen langweilig ist und schöner ist, eigentlich immer einen neuen Samenpflanze loszuschicken. Ja, und weil das so wichtig ist, dachte ich, ich zeige mal ganz kurz, wie man so einen Steckling schneidet. weil es ist ja wirklich so basic, und trotzdem haben ja einige Leute da noch ein bisschen Nachholbedarf oder Defizite. Ich habe jetzt hier 2 verschiedene Möglichkeiten, einen Steckling zu machen. Wir haben einmal hier so einen Torfquelltab genommen, den habe ich in Wasser jetzt hier schon soaken lassen. Wir haben hier einmal einen Steinwollblack, den mir Mario netterweise mitgebracht hat. Und was wir machen ist, ich nehme jetzt hier eine Schere, normalerweise wäre es wichtig dafür, aber ein Skalpell zu nehmen oder eine Rasierklinge, weil wir sonst den Stamm so ein bisschen zudrücken. Und das ist ja die einzige Möglichkeit für die Pflanze, Wasser zu ziehen gerade. Ne? Der Steckling an und für sich ist, die Pflanze an und für sich ist super stabil, aber in dieser Phase der Bewurzelung des Stecklings ist sie erstmal kurz ein bisschen fragil, weil ihr halt Wurzelwachstum fehlt oder Wurzel fehlt, um die Pflanze zu versorgen. Deswegen mache ich das jetzt mal aus Einfachheitsgründen einfach mit der Schere. Ich schneide jetzt hier also ein Stück von der Pflanze ab und mache auch die Blätter ab an der Seite, weil die Pflanze nicht so viel transpirieren soll. Jetzt soll die Pflanze sich nicht aufs Wachsen konzentrieren, sondern nur aufs Wurzeln. Den sollte man nicht so lange in der Luft lassen, so kurz in der Luft lassen wie möglich. Ich lege ihn jetzt hier noch an die Seite ins Wasser. Dann nimmt man ein Bewurzelungshormon, macht das da noch rauf. Und dann ist es wirklich sehr einfach. Hier, dieses Torf ist natürlich nicht das nachhaltigste Produkt, hat aber den großen Vorteil, dass es den pH-Wert schon puffert. Das heißt, das kann ich einfach mit Leitungswasser ziehen und einfach benutzen. Jetzt stecke ich den Steckling da rein, und jetzt ist das Wichtigste eigentlich, und das ist grundsätzlich immer, egal auf welchem Medium man den Steckling macht, wichtig, der muss fest sitzen. Das heißt, ich drücke jetzt diesen Torfquelltopf so lange, bis der da fest drin sitzt, und jetzt sieht man, der dreht sich nicht, ja, der sitzt fest. Wir haben genug Oberfläche, dass der vernünftig wachsen kann. Bei der Steinwolle ist es jetzt hier meistens so, dass wir da schon vorgegebene Löcher drin haben. Wenn man jetzt hier so dünne Stiele hat wie an der Pflanze, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal mit einem Zahnstocher vielleicht ein kleines Loch daneben zu machen, einfach um genau diesen Effekt, dass die Pflanze schön eng im Substrat sitzt, zu machen. Was machen wir jetzt? Wir stellen den Steckling in ein kleines Gewächshaus, machen eine Haube rauf. Wichtig, wenig Licht, stellen Sie nicht zu Ihren normalen Pflanzen, die sonst wachsen, die werden auf jeden Fall das nicht schaffen. Da reicht wirklich eine Energiesparlampe 11 Watt oder irgendwie sowas. Das sollte vollkommen ausreichen. So. Jetzt haben wir über Pflanzenvermehrung geredet. Jetzt kommen wir zur Pflanzenernährung. Ich kriege oft die Frage gestellt, Leon, wie viel Dünger soll ich eigentlich meiner Pflanze geben? Und auf diese Frage antworte, stelle ich dann immer relativ viele Gegenfragen. Was hast du für ein Setup, was hast du für eine Lampe, was hast du für eine Umluft, was hast du für einen Lüfter, was ist für eine Sorte, was ist für eine Erde? Weil die Intensität der Düngung von der Sorte und von dem Setup abhängt. Ja? Das geht sozusagen nicht nur um die Hauptnährstoffe, die wir da haben, Stickstoff, Phosphor, Kalium, sieht man auch in Klammern NPK, das geht dann um die, wenn man jetzt einen NPK-Dünger hat, da geht es dann immer um das Verhältnis zueinander, das heißt, die Pflanze braucht zu unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Verhältnisse von Nährstoffen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass die Intensität der Düngung abhängig ist von Setup und Sorte. Die, ähm, die,
Das heißt, dass sozusagen die Düngung davon abhängt. Jetzt hängt die Düngung auch sozusagen noch untereinander voneinander ab, weil die Nährstoffe sich auch gegenseitig beeinflussen bzw. gegenseitig begünstigen oder auch limitieren in dem Fall, weil sie einander brauchen, um verstoffwechselt zu werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass Düngerempfehlungen der Hersteller relativ hoch angesetzt sind. Die sind dann eher auf das High-End-Setup angelegt. Das heißt, wenn ihr vorsichtig anfangt, dann vielleicht auch vorsichtig anfangen mit der Düngedosierung. Vielleicht erstmal mit halber Dosierung anfangen, gerade wenn die Pflanzen noch sehr klein sind. Weil ein Mangel ist leichter zu beheben als eine Überdüngung grundsätzlich. Und ich denke, es ist auch der Natur der Pflanze ein bisschen näher, dass sie vielleicht irgendwo mal ein bisschen kriechen muss mit den Wurzeln, um dann an die neuen Nährstoffe zu kommen, als dass sie in einem völligen Mineralbad quasi verbrennt. Alle Nährstoffe hängen zusammen, habe ich schon gesagt. Die Pflanzenernährung generell ist organisch oder mineralisch zu tun. Da kommen wir auch gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt nochmal kurz an einem Beispiel beleuchten, was es bedeutet, dass die Nährstoffe voneinander abhängen. Also wir haben jetzt hier einfach mal als Beispiel, sage ich jetzt mal, Sie entdecken einen Kaliummangel. Jetzt sagen wir einfach mal, alle Blätter werden braun bei einem Kaliummangel. Sie sehen das und denken sich, okay, ich habe einen Kaliummangel, jetzt muss ich Kalium düngen. Das wäre die erste logische Konsequenz. Leider ist es viel komplexer, weil diese ganzen Dünger zusammenhängen. Kalium, Calcium, Magnesium. Kalium braucht Calcium, Calcium braucht Magnesium. Das heißt, der Mangel, den Sie sehen in Ihrer Pflanze von einem Kalium, der muss nicht unbedingt davon kommen, dass wir zu wenig Kalium im Substrat oder in der Nährlösung haben, sondern kommt vielleicht dadurch, dass es einfach durch das fehlende Calcium und das fehlende Magnesium limitiert wird. Kann man entgegenwirken. Und zum Beispiel gibt es da ein Produkt, das nennt sich Kalmag. Das benutzen ganz viele Leute, speziell wenn man unter LED anbaut. Ist die Pflanze da noch ein bisschen hungriger nach? Würde ich grundsätzlich empfehlen, dann mal auszuprobieren, wenn man Kaliummangel hat, weil grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich immer genug Kalium in den Düngern drin ist. Das Gleiche war auch nochmal bezogen auf die Nährstoffinabhängigkeit von Lichtintensität. Da geht es dann um das Verhältnis von Stickstoff zu Kalium. Man sieht hier sehr starkes Licht, da können wir fast auf ein 1:1 Verhältnis hochgehen und bei einem schwachen Licht haben wir eher ein 1:5 Verhältnis von Stickstoff zu Kalium. Das jetzt einfach nur nochmal für Sie, um zu zeigen, dass diese Mängel halt manchmal nicht so leicht zu beheben sind, wie es schön wäre. Ja, Form der Pflanzenernährung, organisch-mineralisch, da streiten sich die Leute wahrscheinlich seit Jahren drüber, was da besser ist oder was für was besser ist. Grundsätzlich ist zu sagen, dass organisch die Nährstoffe erstmal freigesetzt werden müssen von der Pflanze. Das heißt, die sind nicht so direkt verfügbar im Wasser wie beim mineralischen Dünger. Das heißt auch, dass wir die organischen Nährstoffe im Prinzip nicht wirklich messen können im Wasser, zumindest nicht mit den Geräten, mit denen wir die mineralischen so einfach messen können. Jetzt habe ich es gerade schon vorausgesagt, den mineralischen Salzgehalt im Wasser können wir messen. Das messen wir mit EC, die elektrische Leitfähigkeit. Und da kommen wir auch nochmal gleich weiter drauf zu sprechen, was es damit noch genauer auf sich hat. Prinzipiell ist aber zu sagen, dass dadurch, dass die Nährstoffe so direkt sind beim mineralischen, man auch ein bisschen schneller überdüngen kann als beim organischen. Die Handhabung vom organischen ist dadurch, würde ich sagen, ein bisschen simpler. Ich finde es auch ein bisschen angenehmer. Wer von euch schon mal mineralischen Dünger auf die Finger gekriegt hat, der weiß wahrscheinlich, dass das ganz schön brennen kann, so im Nagelbett. Da steht auch im Freien, kann es zur Beeinträchtigung des Bodenlebens kommen. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie sich das für so einen Regenwurm anfühlt, wenn der da mal so eine ordentliche Düngerdusche kriegt. Der wird da garantiert nicht bleiben. Deswegen organisch, vor allem beim Anbau im Freien förderlich, würde ich auch immer empfehlen, wenn man in den offenen Boden geht, bitte, bitte organisch düngen. Wir sind da nicht alleine im Boden. So, jetzt kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu hin. Ich habe gesagt, dass die Nährstoffe voneinander abhängig sind. Sie sind nicht nur voneinander abhängig, sie sind auch noch vom pH-Wert abhängig. Das ist die zweite, nächste Instanz, die wir sozusagen messen. Und ich habe hier ein Diagramm mal gezeigt. Da unten sieht man den pH und hier sieht man die Nährstoffe. Und man sieht hier das Optimum der Aufnahme vom pH-Wert für den spezifischen Dünger. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel, ich gebe ganz viel Stickstoff rein, aber mein Substrat hat ein pH von 4,5, dann liegt es nicht daran, dass wir da zu wenig Stickstoff drin haben, sondern dass der pH-Wert schlicht und ergreifend der Pflanze nicht ermöglicht, das aufzunehmen. Das heißt also, wenn wir zurück zum Kaliummangel kommen, könnte es natürlich auch sein, dass der gar nicht bedingt ist durch zu wenig Calcium und Magnesium, sondern es könnte auch darin liegen, dass wir den falschen pH-Wert haben für Kalium oder für Calcium oder für Magnesium. Also da die Kette ist wesentlich länger, muss man sich auch gar nicht merken, die Tabelle, aber es ist einfach gut zu wissen, einfach um zu verstehen, in welchem Bereich wir den pH anstreben. Halt irgendwie hier in dem Bereich, würde ich sagen, sieht man, da ist alles relativ gut abgedeckt. Wenn wir jetzt auf Erde arbeiten, dann
kann man da auch so ein bisschen hin und her pendeln, einfach, dass alle Nährstoffe immer halbwegs abgedeckt sind. Genau, hier, jetzt fragen Sie sich vielleicht, was das für ein lustiges Telefon ist. Das ist kein Telefon, das ist mein Messgerät für pH und EC. Und ich dachte einfach, dass ich das mal zeige, weil so sieht es praktisch aus, wenn wir düngen. Wir haben hier ein Osmosewasser. Das erkläre ich vielleicht mal kurz für die Leute, die es nicht wissen. Osmosewasser bedeutet, wir haben eine Umkehrosmoseanlage und diese Osmoseanlage ermöglicht es uns, quasi entmineralisiertes Wasser zu machen, ähnlich wie destilliertes Wasser, nicht ganz destilliert. Wir sehen ja auch noch einen kleinen Punkt und destilliert heißt auch, glaube ich, dass es sauber ist. Das heißt, diese Osmoseanlage gibt uns reines Wasser, ist super toll. Der Nachteil, wir haben natürlich auch Abwasser mit vielen Mineralien. Wenn wir jetzt nicht gerade einen Garten haben, wo wir das Blumenbeet damit gießen können, ist es schon auf jeden Fall eine kleine Wasserverschwendung, vielleicht auch eine größere. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Tool und würde ich auch jedem empfehlen, der, sagen wir mal, jetzt investieren will in das Hobby, zu sagen, ist Osmoseanlage auf jeden Fall einer der ersten Investitionspunkte, die ich empfehlen würde. Warum? Hier sehen wir das Leitungswasser. Wir können hier diesen EC ablesen. Das ist die elektrische Leitfähigkeit. So viele Teilchen sind im Wasser gelöst. Wir sehen, bei Osmosewasser haben wir 0. Bei Leitungswasser sind wir bei mir jetzt zu Hause bei 0,64. Das bedeutet, dass diese Mineralien jetzt hier schon belegt sind. Viel höher jetzt auf Erde am Anfang der Vegetationsphase als 1,34 würde ich nicht gehen. Das heißt aber, wenn wir auf 1,34 aufsalzen wollen und wir tun das nur mit einem reinen Leitungswasser, haben wir ja quasi nur noch 0,7 EC-Werte, die wir bei unserem Dünger aufsalzen können. Das bedeutet, wenn wir Osmosewasser benutzen, können wir der Pflanze mehr Dünger ins Wasser geben im Verhältnis. Das ist ja trotzdem, da sind ja trotzdem mineralische Stoffe drin, da ist auch Kalzium und Magnesium drin. Nur die Frage ist wieder, in welchem Verhältnis? Und die Frage ist, was ist sonst noch drin? Brauchen wir das? Kann sein, dass wir 0,3 EC-Punkte, die wir sonst in Nährstoffe investieren könnten, sozusagen verschenken, indem wir der Pflanze einfach schon zu viel durch Leitungswasser wegnehmen. Das kommt dann auch voll aufs Leitungswasser an. Es gibt gute Leitungswasser, die sind besser geeignet, welche sind schlechter geeignet. Es gibt auch Leute, die haben hier schon 0,9 oder 1,0. Wenn man dann nur auf 1,3 aufsalzen kann, kann man sich ja ungefähr denken, dass das nicht unbedingt optimal ist. Jetzt habe ich über den EC geredet. Das reicht ja natürlich nicht, das haben wir eben gesagt. Die Nährstoffe an und für sich ist schön und gut, aber wir brauchen auch das richtige Milieu, den richtigen pH. Man sieht hier, das Osmosewasser war irgendwie bei 7, das Leitungswasser bei 7,4, eigentlich 7,5. Habe ich vielleicht nicht lange genug gewartet. Und hier haben wir das aufgedüngte Wasser in einem pH von 6 und einem EC von 3,4. Ich habe es ja gerade eben nochmal gezeigt auf der Tabelle, dass wir halt in dem pH-Milieu sind, in dem die Pflanze das gut aufnehmen kann. So, kommen wir zur Beleuchtung. Wir reden heute dann, wenn ich über Beleuchtung rede, über LEDs. Ich weiß, dass es auch noch einige Leute gibt, die auf Natriumdampflampen schwören, weil die halt vor allen Dingen eine bisschen tiefere Wirkung haben. Also die gehen weiter nach unten. Zumindest sagt man es so. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Daten zu gibt. Ist aber ein bisschen überholt. Das Problem bei den Natriumdampflampen ist, dass die extrem viel Wärme erzeugen. Das heißt, da braucht man auch dann extra Abluft nur für die Lampen, dass es da nicht zu heiß wird. In Sommern wie jetzt, wenn Sie hier in dem Raum drin sind, können Sie sich ja vorstellen, was das bedeutet, nochmal da irgendwie so einen Backofen anzumachen. Die Pflanzen werden gegrillt. Es ist auch wieder sehr viel Aufwand, dann das runterzukühlen. Deswegen, ich kann auf jeden Fall nur für LEDs sprechen. Sie sind sehr viel effizienter. Grundsätzlich wird die Leistung von Lampen in Watt angegeben. Das heißt, man rechnet dann, wie viel Watt pro Quadratmeter möchte ich haben. Oder die Ergebnisse werden auch oft in Gramm pro Watt angegeben. Dann fragt man ja, wie viel Gramm pro Watt hast du geschafft? Hast du auf einer 400 Watt Lampe die 400 Gramm geschafft? Das ist so ein Ding. Ich glaube, irgendwie so ab 1 Gramm pro Watt kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Alles darüber ist Zugabe. Zumindest wenn es auf Erde geht. Je komplexer die Anbaumethoden werden, desto höher wird natürlich auch das Ertrag. Ertragspotenzial natürlich mit steigender Schwierigkeit des Anbaus. In der Praxis probieren wir die ganze Fläche auszuleuchten. Hier habe ich es ein bisschen gut gemeint, ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist dann für die Gesundheit der Pflanzen auch nicht unbedingt förderlich, weil hier haben sich garantiert Blätter auch überlappt, wo sich dann auch ein bisschen Kondenswasser bilden kann, was wir tunlichst vermeiden wollen. Das Foto habe ich aber auch gemacht, bevor ich die Pflanzen entlaubt habe. Das nur mal so viel dazu. Die blühen jetzt noch nicht mal, also das wäre wirklich fatal, die jetzt einfach auf 12 Stunden zu ändern. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall zu Problemen führen. Dann noch ein kleiner Tipp, das weiß ich auch noch gar nicht so lange. Ich habe jetzt analoge Zeitschaltuhren bevorzugen geschrieben, weil es sein kann, dass gewisse
elektronische Zeitschaltuhren bei gewissen LEDs das Licht überbrücken. Das heißt, da gibt es dann ein kleineres oder stärkeres, längeres Nachleuchten oder Durchleuchten. Und das kann dann in der Praxis dazu führen, dass die Pflanzen zwittern. Das heißt, die bilden weibliche Pollensäcke. Und ich habe ja gesagt, eigentlich wollen wir keine Samen herstellen. Und da würden sie dann im Zweifelsfall einen Samen herstellen, die sie dann nicht so schön, das Cannabis ist nicht so gut zu konsumieren. Die Samen würden beim Rauchen platzen. Es stinkt fürchterlich. Ist auf jeden Fall kein Genuss. Als kleiner Tipp am Rande sozusagen. Nochmal als kleiner Tipp sozusagen, wenn Sie eine Pflanze, eine Lampe kaufen wollen. Das ist jetzt hier so eine Heatmap, so ein PPFD-Plot. PPFD gibt quasi an, wie viel photosynthetisch nutzbares Licht ankommt. Nicht jedes Licht kann von der Pflanze für die Photosynthese genutzt werden. Hier geht es aber jetzt, wie gesagt, nur darum, die Werte sind jetzt auch an und für sich erstmal egal. Man sieht hier, das ist eine Evo 480 in einem 80x80 Zelt auf 40 cm Entfernung. So sieht es dann sozusagen von der Draufsicht aus aus. In der Mitte natürlich viel stärker, nach außen gehen wird es ein bisschen schwächer. Jetzt kann man dann auch berechnen, wenn man die Lampen sozusagen, wenn man mehrere Lampen hat, dass diese Heatmaps sich natürlich überlagern. Das ist tatsächlich so viel Licht, wenn Sie solche Angaben lesen, da kann man dann auch mit CO2 düngen. Da gehe ich jetzt auch nur kurz drauf ein, weil das nicht unbedingt die Riesenrelevanz für den Indoor-Grow-Bereich hat zurzeit noch. CO2 ist, sind wir wieder bei limitierenden Faktoren. CO2 ist der limitierende Faktor für Licht. Das heißt, wenn wir der Pflanze mehr CO2 geben, kann sie auch mehr Lichtverstoff wechseln. Dementsprechend auch bei zum Beispiel großen Anlagen, das ist ein bisschen off-topic, aber da, um jetzt Bruce Buckby zu zitieren, ist es extrem wichtig, das CO2 noch mit reinzubringen, weil wenn man schon so viel Geld reinbringt, dann macht es auch Sinn, noch in die CO2-Anlage zu investieren, weil das, die Ertragssteigerungen auf jeden Fall extrem sind. Also es macht einen Riesenunterschied, ob man mit CO2 was, der ganze Stoffwechsel der Pflanze wird extrem nochmal angekurbelt, viel schneller. Ist aber, wie gesagt, im Heimgebrauch eher selten. Ich habe es auch schon gesehen, war abenteuerlich. Nur mal so am Rande. Jetzt kommen wir zum Indoor-Anbau allgemein. Um das mal kurz vorwegzunehmen, das sieht ja jetzt ziemlich Hightech-mäßig aus, aber am Ende des Tages probieren wir, glaube ich, auch nur ein Stück weit die Natur nachzubauen. Wir haben jetzt hier die Lampe, die ja am Ende des Tages die Sonne darstellt. Ne? Ohne die Lampe passiert gar nichts. Ist ein bisschen das Herzstück. Dann haben wir hier eine Abluft, eine Zuluft, hier eine Abluft und dann ein Ventilator, der die Luft zirkuliert. Das ist dann am Ende des Tages ein bisschen ein sonniger Platz im Garten, den wir nachbauen, rund um die Uhr frische Luft und da fühlen die Pflanzen sich wohl. Und jetzt mal, um ein Gefühl dafür zu schaffen, das ist jetzt ein relativ teures Setup, das ist ein halber Quadratmeter, der da beleuchtet wird. Da sind wir ungefähr so bei 800 Euro, das ist dann schon, da kann man schon richtig was machen, das macht richtig Spaß. Aber es macht auch genauso viel Spaß, um mal ein anderes Setup zu zeigen von Bekannten. Das war dann das Setup für 200 Euro gebraucht zusammengekauft. Das ist keine Growbox, das ist einfach nur eine Kammer. Da war glücklicherweise schon ein Loch in der Wand. Da ist einfach ein kleiner Axiallüfter reingemacht, einen Schlauch gezogen und auf das Regalbrett, was schon da war, der Aktivkohlefilter gemacht. Der Aktivkohlefilter, dass die Nachbarn keinen Anfall kriegen. Die Luft wird neutralisiert durch so einen Aktivkohlefilter, die Gerüche werden neutralisiert und es ist ganz spartanisch gehalten. Ein kleiner Ventilator hier für eine Umluft, eine gebrauchte Lampe gekauft. Das ist einfach nur ganz normal auf dem Boden, aber es funktioniert und das war mir wichtig zu beleuchten. Es funktioniert, wir müssen keine Unmengen investieren, um Spaß an der Pflanze zu haben. Theoretisch kann man auch mit einer 11 Watt Energiesparlampe anbauen, die da irgendwie gerade rumliegt, wenn man Samen hat und einen kleinen Topf und ein bisschen Erde und sich langweilt. Im Winter, dann würde ich das wirklich jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Da kann man wirklich mit einer 10 Watt Energiesparlampe und einem 4 Watt PC-Lüfter, da freuen sich schon Leute, ja, kann man auf jeden Fall genauso viel Spaß haben und für den Anfang reicht es alle Male aus, um Gefühl für die Pflanze zu kriegen, macht es gar nicht unbedingt Sinn, so ein super teures Setup zu haben, wo alles auf Hochgeschwindigkeit schon läuft. So, jetzt kommen wir mal zum Überblick, zum Indoor-Überblick der Nährmedien. Ich habe das jetzt mal ein bisschen der Schwierigkeit nach geordnet. Erde, würde ich sagen, ist das Einfachste. Living Soil ist eigentlich auch nicht so kompliziert von dem, was ich jetzt verstanden habe. Ich habe es aber jetzt mal an zweiter Stelle gemacht, weil ich finde, es ein Achievement ist von Erde. Warum, erklärt sich wahrscheinlich gleich von selbst. Dann haben wir Koko, dann haben wir Steinwolle und dann haben wir Hydroponik und Aeroponik, komplett ohne Substrat. Und da
würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Da würde ich auch noch mal im Vorfeld extra sagen, da hat Mario gestern noch so schön gesagt, die goldene Regel ist, es gibt keine goldene Regel. Sie müssen es jetzt nicht alles tot ernst nehmen, was ich sage, in der Hinsicht, dass Sie es genauso machen müssen. Das sind Richtwerte, um damit zu arbeiten. Je weiter wir jetzt in dem Schwierigkeitsgrad gehen sozusagen, desto abenteuerlicher sind die Diskrepanzen, wie weit die auseinandergehen, was man machen darf und was nicht. Ich habe da mit einigen Leuten telefoniert wegen Steinwolle, weil ich da die unterschiedlichsten Sachen gelesen habe und ich war kurz davor, es komplett rauszulassen. Ich dachte, was soll ich den Leuten eigentlich erzählen? Also, fangen wir mal an mit Erde. Was ist eigentlich Erde? Erde ist eigentlich in der Regel ein Torfgemisch, also auch nicht besonders nachhaltig, hat aber dafür den großen Vorteil, das entspannteste Medium zu sein für uns als Gärtnerin. Wir haben, jetzt habe ich hier klassischerweise einen leicht gedüngten und stark gedüngten. Ich habe jetzt Lightmix und Oilmix geschrieben, das wird von Biobiss sein. Ich weiß nicht, bei der Plagron heißt es dann Growmix, ich weiß auch nicht. Letztendlich geht es darum, dass wir eine leicht vorgedüngte und eine stärker vorgedüngte Erde haben. Da geht man dann dementsprechend mit dem Düngeschema drauf ein. Ich würde auch grundsätzlich empfehlen, die passende Erde zum passenden Dünger zu kaufen. Das macht dieses Düngeschema auf jeden Fall deutlich einfacher. Verzeiht am ehesten Fehler, die Erde puffert den pH-Wert, die Erde puffert die Nährstoffe und die Erde hält das Wasser. Das heißt, für jeden, der auch mal irgendwie sagt, ich habe auch mal Bock am Wochenende wegzufahren, einmal doll gießen, das geht schon, kann man machen, ist natürlich nicht optimal. Trotzdem ist es halt einfach ein sehr, 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 sehr angenehmes Medium, vor allen Dingen für Anfänger sehr zu empfehlen. Bei mineralischer Düngung unterstützt die Messung des Drains die Kontrolle beim Anbau. Der Drain, der Runoff, ist das, was unten aus dem Wasser wieder rauskommt. Ich habe ja eben immer davon erzählt, dass wir das Gießwasser messen. Es ist genauso wichtig oder ähnlich wichtig auf jeden Fall auch das zu messen, was unten rauskommt, weil das gibt uns ja eine Auskunft darüber, was ist eigentlich überhaupt im Topf drin. Living Soil, ich habe es gerade schon angesprochen, was ist Living Soil? Wir probieren eigentlich einen natürlichen Boden, sagen wir mal der Superlative, nachzubauen. Der ist etwas aufwendiger in der Herstellung, dafür aber sehr viel entspannter in der weiteren Bearbeitung, weil man die Pflanzen auch nur mit Leitungswasser gießen kann. Das heißt, das, was wir sonst mit den Geräten und mit den Chemikalien machen, das passiert so ein bisschen von selbst im Boden. Ich habe mich da jetzt mal, um Ihnen mal einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie so ein Living Soil ungefähr aussieht, habe ich mich jetzt mal an Kuz gehalten. Ich weiß nicht, ob das State of the Art noch ist. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Living Soil. Sollte aber funktionieren. Ich habe jetzt das auch nochmal verifizieren lassen. Es gibt Leute, die machen das immer noch. Das ist dann ein Drittel Torf, für die Wasserspeicherkapazität. Ein Drittel Kompost oder Wurmhumus. Das stellt am Ende die Nährstoffe bereit, mehr oder weniger. Und dann haben wir noch ein Drittel Perlitbleton und Reisstein als Beispiel. Man kann da auch andere Sachen nehmen, um den Boden zu belüften. Es geht einfach nur darum, dass wir da ungefähr diese Verhältnisse haben, um erstmal das Substrat anzumischen. Die Nährstoffe in dem Fall, die ziehen wir uns dann nicht über, wie ich eben gesagt habe, Stickstoff, Phosphor, Kalium in dem Sinn, sondern wir benutzen organische Materialien jetzt hier, die Hauptnährstoffe, gemalzte Gerste, Fisch und Algen mir einfach nur mal als Beispiel, die kommen da rein, weil die am Ende dann die richtigen Nährstoffe freisetzen, beziehungsweise das Bodenleben diese Nährstoffe für die Pflanze dann verfügbar macht. Spurenelemente, Basalt, Urgesteinsmehl, Dolomit, Kalk, Vulkanasche, auch hinzufügen, genauso wie die Hauptnährstoffe. Das ist dann einfach, die Liste ist deutlich länger. Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, dass Leute da irgendwie 20 bis 30 verschiedene Sachen reinmachen. Es geht jetzt wirklich nur mal darum, ein Beispiel dafür zu kriegen, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist möglich. Wie ich schon gesagt habe, die Pflanze wird nicht direkt gedüngt, sondern eigentlich eher mit Mikroben versorgt, die dann dem Boden helfen, die Nährstoffe für die Pflanze freizusetzen. Das ist ein bisschen wie das organische Düngen, was ich gerade gesagt habe. Nun sagen wir noch ein bisschen zeitversetzter. Nebeninformationen, ja, man muss natürlich trotzdem ein bisschen was nachgeben. Man kann diesen Living Soil sehr, sehr lange benutzen. Das heißt, man schmeißt es nicht nach einmal weg. Da kann man mehrere Runs hintereinander machen, manche Leute mehrere Jahre. Man muss natürlich trotzdem ein paar Sachen nachgeben. Da steht, dass man Algen und gemalzte Gerste in der Regel nachgibt. Und man kann auch sagen, dass sich Calcium und Magnesium, glaube ich, auch relativ schnell verbraucht. Um das nochmal zu visualisieren, dass das kein Hokuspokus ist und dass das funktioniert, habe ich hier ein Beispiel von einem Farmer aus Spanien, ein Kollege, und der hat jetzt hier diese schönen Stofftöpfe mit Living Soil befüllt und einfach mal, um das Wachstumspotenzial zu zeigen und zu sagen, ey, das funktioniert auf jeden Fall. kommen wir zu Coco. Haben vielleicht auch schon mehrere von euch mal gehört, was ist Coco? Coco sind die Fasern von der Kokosnuss.
Das ist prinzipiell erstmal cool, weil die erstmal relativ nährstoffarm sind. Also die haben jetzt erstmal keinen Nährstoff an und für sich, haben aber das Ding, dass die halt erstmal die Nährstoffe wegschlucken. Das heißt, wir laden dieses Kokossubstrat erstmal auf. Das bindet sich dann an das Koko. Wenn wir das nicht machen würden, dann würden die Pflanzen am Anfang unterdüngt sein, weil das Koko denen das wegziehen würde. Genau. Grundsätzlich habe ich geschrieben, fortgeschrittenes Level. Es ist auf jeden Fall noch nicht der schwarze Gürtel, würde ich sagen, aber es ist definitiv schon ein bisschen direkter, alles ein bisschen schneller. Die Pflanze stoffwechselt einfach ein bisschen schneller, es verzeiht weniger Fehler als bei Anbau. Die Pflanze kann natürlich mehr Nährstoffe aufnehmen, wir haben erhöhtes Ertragspotenzial, aber wir müssen auch schneller reagieren. Wenn die Pflanze so schnell arbeitet, dann haben wir schneller Überdüngung, dann haben wir schneller Mängel, auf die wir eingehen müssen, und spätestens hier ist es dann notwendig, dass wir die Parameter messen können, dass wir so ein Gerät haben, womit wir EC und pH messen können oder zumindest Lösungen. Man kann auch pH mit einem Tröpfchentest messen. Wäre aber wichtig, weil hier dann komplett blind zu arbeiten, ist kompliziert. Das geht bei Erde noch relativ gut, würde ich sagen. Da kann man auch ein bisschen mal nach Zahlen machen, aber da spätestens hört es dann auf. Kann mit oder ohne Drain genutzt werden, ohne Runoff sozusagen, das ist durch. Normalerweise benutzt man Runoff. Ich habe jetzt nur auch Leute kennengelernt, die es ohne machen. Deswegen habe ich jetzt mal geschrieben, mit Drain 10% Drain und EC auf bis zu 2,4. Das heißt, wir können hier deutlich höher gehen als in der Erde. Und ohne Drain, hat der Kollege mir gesagt, hat er den pH um 5,8 und EC nicht über 1,6. Warum geht er am EC niedriger? Er kann wahrscheinlich nicht so viel EC kippen, weil die Pflanze übersalzt, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Wasser ablaufen kann. Auch einfach nochmal zur Verständnis, was dieser Drain auch benutzt. Der Drain auch das überschüssige Salz, was nicht benutzt wird, halt rausspült grundsätzlich. So, jetzt kommen wir zu Steinwolle. Da würde ich sagen, das ist Expertenlevel. Das erfordert auf jeden Fall schon noch mehr Skill als Coco. Das ist noch mal ein bisschen schneller, es ist noch mal ein bisschen direkter. Das ist ein sehr steriles Substrat. Steinwolle an und für sich sind geschmolzene Steine, die dann zu Fäden gemacht werden, mehr oder weniger, und daraus dann diese Steinwollblöcke entstehen. Diese Steine sind basisch, dementsprechend müssen wir diese Steinwollblocks, die ich ja eben auch schon hier gezeigt habe, in sehr saurer Lösung oder in saurer Lösung puffern, dass wir diesem Alkalischen da entgegenwirken können. Deswegen steht da Steinwollbox 24 Stunden puffern mit Lösung 4,8 bis 5,5. Habe ich gestern dann auch jemandem gezeigt, der meinte, ich mache es nur eine Stunde. Das ist jetzt hier, wie gesagt, der Punkt Steinwolle generell, wo ich sage, da sind die Meinungen so weit auseinandergegangen von dem, was funktioniert, dass ja, ich, wie gesagt, fast überlegt hatte, das rauszulassen. Das Impfen mit Nematoden, Bakterienstämmen und Trichoderma kann man sich so vorstellen, dass dadurch, dass es so steril ist, haben wir auch eine größere Angriffsfläche für, sage ich mal, negative Bakterien, und deswegen impft man die Pflanze mit positiven Bakterien an, die dann gegen diese negativen Bakterien oder diese schlechten Bakterien für die Pflanze arbeiten, und das ist dann einfach nur nochmal eine kleine Stütze, weil es, wie gesagt, schon sehr steril ist und sehr weit weg ist von der ursprünglichen Form, wie sowas angemacht wird. Dryback ist wichtig, Peaks im Substrat durch Abtrocknung im Substrat, dieses Steinwollsubstrat, wenn es abtrocknet, das bezieht sich natürlich auch auf Koko, ich glaube, dass es bei Steinwolle nochmal ein bisschen doller ist, dass, wenn wir da weniger Wasser am Block haben, sich natürlich auch automatisch die Salzkonzentration, die wir im Wasser haben, erhöht. Wir haben natürlich das gleiche Salz im Block, aber weniger Wasser, und dementsprechend wird der EC, geht der hoch, und dadurch haben wir Peaks, die gewünscht oder ungewünscht sind. Es kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall kann man sozusagen alleine durch die Bewässerung den EC im Steinwollblock regulieren. Hier ist es unabdingbar, Drain, Runoff messen, da kommen wir nicht drum rum, denke ich, in dem Fall, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Letzter Punkt jetzt zum Indoor-Anbau über die verschiedenen Sorten. Hydroponik, Aeroponik, da kommen wir im Prinzip, haben wir die Pflanzen komplett ohne Medium. Wir haben sie nur noch in einer Wasserlösung bzw. in einem Nebel zu stehen. Da habe ich jetzt geschrieben, erfordert konstante Überwachung, automatische Zufuhrsäure, Basedünger, weil sich Wasserparameter laufend verändern. Ich habe das auch mal gemacht in der Universität. Das ist tatsächlich mein erster Versuch von einer Stecklingsbewurzelung. Hat gewurzelt, aber eigentlich soll es auch anders aussehen, würde ich sagen. Hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht ohne diese automatische Überwachung, weil man kommt dahin, der pH ist irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll, kommt am nächsten, also das ist wirklich, das ist fluktuiert so doll, da kommt man nicht hinterher mit der Hand, es sei denn, man will 10-mal am Tag da irgendwie das Wasser checken, die Zeit habt ihr ja wahrscheinlich alle nicht.
Deswegen Verständnis auch von Wasserchemie vorausgesetzt. Da sollte man schon ein bisschen Plan haben, würde ich jetzt niemanden für einen ersten Run empfehlen. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die das gut hingekriegt haben, habe aber auch einige Leute kennengelernt, die das ausprobiert haben und gesagt haben, ich gehe wieder zurück auf Coco. Aber es ist halt toll, weil es ohne Medium auskommt. Also sowohl Coco als auch Steinwolle als auch Erde ist natürlich alles irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, was jetzt umweltmäßig angeht. Wäre natürlich schön, wenn wir es komplett ohne Medium hinkriegen würden. Diese Steinwollblöcke sind Sondermüll, die müssen weggeschmissen werden am Ende. Also es ist alles jetzt nicht unbedingt für die Umwelt. Indoor-Anbau, Klimakontrolle, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, will jetzt aber noch mal ein bisschen genauer darauf zurückkommen. Und zwar haben wir hier den Lüfter, der zieht die Luft aus dem Zelt raus. Hier haben wir diesen Aktivkohlefilter, den ich auch eben schon erwähnt habe, einfach für die Geruchsbelästigung, auch für einen selbst. Und hier haben wir eine Zuluft, in dem Fall ist die passiv, das heißt, da ist eine Lichtfalle unten drin. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir wollen nicht, dass die Pflanzen nachts durch Licht gestört werden. Das wird hochgezogen, die frische Luft kommt rein. Wir haben den Ventilator, der unterstützt die Luftzirkulation. Man sieht hier, der ist schräg, der bläst nicht direkt auf die Pflanzen. Auch das ist wichtig, auch da schließen sich wieder die Poren von den Pflanzen, wenn man da den Ventilator zu drauf macht. Und dann können die nicht mehr transpirieren oder transpirieren nur noch weniger. Das heißt, der schießt quasi über die Pflanzen rüber, leicht schräg und dann unten drunter sozusagen, dass wir überall immer eine schöne Zirkulation haben. Die Luft sollte nirgendwo in der Box stehen, grundsätzlich. Optional, jetzt haben wir hier optional B- und Entfeuchter möglich, da haben wir natürlich wieder einen hohen Energieverbrauch, aber wir kommen auch gleich nochmal dahin zu sprechen, warum, wenn man es denn wirklich richtig gut machen will und ein bisschen perfektionieren will, so ein B- und Entfeuchter dann eigentlich schon fast unentbehrlich ist. Zu kontrollierende Werte mit Hygrometer sind die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und der VPD, Vapor Pressure Defizit. Müssen wir auch gar nicht so genau drauf eingehen jetzt für die Praxis, was es genau bedeutet, was es ist. Es wird in Kilopascal angegeben und wir haben eine Tabelle hier, das ist das VPD-Chart. Auch dazu ist zu sagen, dass wir darauf achten sollten, den Tipp habe ich auch gestern nochmal gekriegt, dass es diese VPD-Charts für LEDs, für HPS gibt, also für Natriumdampflampen, und dass man darauf achten sollte, dass man natürlich das richtige VPD-Chart dann für die richtige Lampe hat, die man auch benutzt. Und muss man sich jetzt auch nicht unbedingt dran halten, aber geht es wieder um die Stomata-Öffnung unter anderem. Man tut der Pflanze einen Riesengefallen, der Stoffwechsel funktioniert super gut, viel besser, wenn man den VPD einhält. Das macht auf jeden Fall schon einen Riesenunterschied. Und jetzt haben wir hier angegeben Propagation Early Veg Stage und die Kilopascal-Angabe sozusagen und sehen hier, bei welcher Temperatur und welcher Luftfeuchtigkeit das gut ist. Das heißt, Sie können ablesen, was ist der VPD, können gucken, okay, in welcher Phase befinde ich mich gerade, bin ich da richtig, bin ich da falsch und können dementsprechend dann gegebenenfalls durch Temperatur oder B- und Entfeuchten halt diesen VPD wieder ins richtige Gleichgewicht kriegen. Und da geht es immer um das Verhältnis von Temperatur zu relativer Luftfeuchtigkeit. Das sind auch dann wieder zwei Parameter, die, wenn man die beide einhält, auf jeden Fall, da tut man der Pflanze sehr, sehr, sehr viel Gutes. Ist aber, wie gesagt, auch nur mal kurz, dass es das gibt. Hängen Sie sich das einfach an neben Ihr Hygrometer, wenn Sie eins haben, und dann haben Sie ein bisschen Auskunft und können ja mal gucken, ob das den Einfluss nimmt, den Sie gerne hätten. Was auch wichtig ist, das ist jetzt nicht direkt Klimakontrolle, das ist jetzt ein bisschen indirekte Klimakontrolle, würde ich aber trotzdem gerne erklären, hier habe ich unter Kopterlampen in der Uni einen Versuch gehabt und ich habe diese Pflanzen hier entlaubt. Nicht stark, aber ich habe sie entlaubt. Wenn ich die nicht entlaubt hätte, wären sicherlich einige von diesen kleinen Blütenköpfen, die Sie hier sehen, überdacht gewesen. Und da wären auch wirklich die Blätter hätten die auch wirklich berührt. Und auch da wieder, da bildet sich Kondenswasser, das wollen wir immer vermeiden. Und auch unten habe ich einiges an Blättern aufgelegt. Ich habe hier probiert, ein Foto zu machen, wo das extrem dicht aussieht. Aber deswegen habe ich ja hier nochmal genau dieses andere Foto, wo man sieht, wie viel da unten eigentlich weggemacht ist. Das nennt man Lollipoppen. Man zieht die Stiele sozusagen und Blätter unten ab. Und auch hier drin habe ich einige Blätter rausgenommen, dass da die Luft wirklich gut durchkommen kann. Also auch da, wir wollen keinen Luftstillstand, auch nicht innerhalb der Pflanze. Die Pflanze wächst da drin natürlich auch nicht so, wie sie draußen wachsen würde. Die wachsen ein bisschen gestauchter unter Kunstlicht. Wenn wir die draußen haben, sind die Abstände zwischen den Knoten viel größer. Und da haben wir das Problem nicht ganz so stark. Deswegen absolut wichtig, ein bisschen die Blätter abmachen.
Lollipoppen unten. Ist auch grundsätzlich ein Triebgesetz. Der höchste Punkt von der Pflanze kriegt immer die meiste Energie. Das heißt, das kann man auch ab und zu mal sehen, wenn so Obstbäume irgendwie komisch wachsen, da wächst dann irgendwie ein Ast raus und da wächst dann manchmal so eine komplett neue Krone dran. Das ist genau dieses Triebgesetz. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir das, was unten ist, abmachen, weil das kriegt nicht viel Energie und die Pflanzenteile, die wenig Energie kriegen oder die am Kümmern sind, die werden auch wieder schneller krank. Deswegen, und es ist mehr Arbeit am Ende. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen schon mal eine Ernte gemacht hat, aber wenn man die ganze Zeit so kleine Blüten schneidet, dann ist das relativ unbefriedigend und die Arme tun trotzdem ganz schön weh am Ende. Deswegen, sie sparen sich Arbeit und die Pflanzen sehen besser aus, sind schöner und gesünder und ja, so viel dazu. Kommen wir noch mal kurz auf die typischen Krankheiten und Schädlinge im Indoor-Anbau zurück. Mehltau, Botrytis, Hoplatent Virus. Mehltau könnte zum Beispiel entstehen, wenn Sie jetzt sagen, Sie bauen in der Garage an. Da ist es dann im Winter in der Growbox nachts 17 Grad, aber tagsüber haben Sie 26 Grad. Mehltau entsteht durch eine hohe Tag-Nacht-Differenz von Temperatur unter Umständen. Es muss jetzt nicht dadurch passieren, zwangsweise, ist aber auf jeden Fall ein begünstigender Faktor. Da kann man dann auf jeden Fall dahingehend drauf eingehen, dass man vielleicht, wenn man in so einer Garage anbaut, dann nachts vielleicht eine Heizmatte mal anmacht oder irgendwie sowas, dass die Differenz nicht so extrem wird. Botrytis ist Grauschimmel, Braunschimmel, entsteht einfach so. Die Sporen fliegen überall rum, wir werden sie jetzt hier auch im Raum haben. Und sobald sich da irgendwie ein günstiges Milieu bildet, wie zum Beispiel Kondenswasser und eine nasse, fleischige Stelle einer Pflanze, kann sich das bilden. Und dazu würde ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wenn Sie dieses Entlauben machen, hat die Pflanze wie eine Art Sollbruchstelle. Schneiden Sie nicht die Blätter hier ab. Wenn Sie die Blätter hier abschneiden und Sie diesen Stiel dran lassen, wird dieser Stiel wird der absterben. Höchstwahrscheinlich muss er nicht, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er abstirbt. Und dieser Stiel, wenn da sich dann diese Knolle drum bildet, die Blüte, dann haben wir ein Stück totes Pflanzenmaterial in einem relativ feuchten Stück Pflanze. Und das ist natürlich der Herd schlechthin für Grauschimmel und Botrytis. Das heißt, wenn Sie die Blätter abmachen, die haben eine gute Sollbruchstelle, man zieht die einfach ab. Man schneidet die nicht ab. Das ist kein Problem. Und wenn man mal ein bisschen Faser abzieht, dann mit der Schere halt nachschneiden, bevor man da den halben Stamm abzieht. Manche Leute machen das nicht so schnell, so intuitiv, aber ja, wie gesagt, wir müssen ja alle auch lernen. Hopflatent Virus ist ein großes, großes Thema. Das wird jetzt nicht von ganz alleine kommen, in dem Sinne, dass sie was falsch machen. Das ist einfach ein Viroid, ähnlich zu verstehen wie ein Virus, ist überall. Es ist überall in Österreich, es ist überall in Kalifornien. Wir können davon ausgehen, dass Leute, die hier Pflanzen haben, es bestimmt auch zu Hause haben. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Es ist sehr leicht übertragbar. Wenn wir jetzt beispielsweise mit einer Schere bei einem Kollegen sind oder bei einer Kollegin und da mal irgendwie ein paar Stecklinge schneiden hier und dann zwei, und der hat dieses Hopflatent-Viroid, dann übertragen wir das, wenn wir zwei Wochen später mit der Schere unsere Stecklinge schneiden. Das kann schon reichen. Das Tripse, das sind kleine Pflanzenflüger, dass die an der Pflanze saugen. Sie sind bei einer befreundeten Gärtnerin und das springt an ihr T-Shirt. Sie gehen abends an die Box, der Trips springt rüber, saugt an den Pflanzen und überträgt es. Also es ist nicht so schön auf jeden Fall. Das Einzige, was gut ist, es heißt latent. Das heißt, wenn es nicht ausgebrochen ist, macht es der Pflanze auch im Prinzip keinen Stress. An dem Punkt, wo es ausbricht, sind die Auswirkungen sehr spürbar. Die Pflanzen wurzeln nicht mehr ordentlich, relativ kleine Blätter. Und es macht keinen Spaß auf jeden Fall, von dem, was ich gesehen habe. Habe ich jetzt Trips schon mal angesprochen, sehe ich ehrlich gesagt eigentlich fast überall im Homegrow-Bereich oder andauernd. Selten, dass ich Boxen sehe, die komplett ohne Tripsbefall sind. Ich sag mal so, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so sage, dass ein geringer Tripsbefall jetzt nicht unbedingt die ganze Ernte gleich versaut. Anders als bei Spinnmilben. Wenn Sie Spinnmilben entdecken, dann, ja, ich sehe jetzt einige Rollen hier mit den Augen und hat wahrscheinlich schon den einen oder anderen unschönen Abend verursacht hier bei den Leuten. Das gilt dann auf jeden Fall direkt zu vernichten und da würde ich auch sagen, wenn man es jetzt wirklich ganz am Anfang sieht, kann man auch mit Nützlingen arbeiten. Nützlinge präventiv immer einmachen, Schlupfwespen und Vorfliegenlarven auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Die Vorfliegenlarven fressen eigentlich so mehr oder weniger alles. Und
Wenn Sie es aber sehen, dass da Spinnengespinste um Ihre Pflanzen sind, würde ich wirklich empfehlen, machen Sie es platt, machen Sie alles sauber, machen Sie eine Anbaupause, probieren Sie es loszuwerden, weil da hat man auf jeden Fall langfristig gar keinen Spaß mit. Blattläuse habe ich jetzt eher selten gesehen, kann im Sommer ein Thema sein, dass mal was in die Box reinfliegt. Einfach zerdrücken, würde ich sagen. Die sind ja relativ groß im Vergleich zu diesen Spinnmilben. Sind eigentlich nicht das Riesenproblem. Konstante Kontrolle und Hygiene im Indoor-Bereich sind für Schädlings- und Krankheitsprävention essentiell. Auch da auf VPD achten, solange die Pflanzen sehr gesund sind, hilft es auf jeden Fall extrem. Also schwache Pflanzen werden einfach deutlich schneller befallen, sind deutlich anfälliger und man sieht es dann auch doll. Kommen wir zur Ernte. Hier sieht man die Trichome, da sind die Inhaltsstoffe drin von den Pflanzen, die wir eigentlich anvisieren, die Cannabinoide, die Terpene, alles was da sonst noch so drin ist, das weiß man ja unter Umständen noch gar nicht alles. Hier sieht man die auf einer Blüte, das Foto ist von Chris Candid, ein sehr krasser Fotograf aus den USA und der macht halt sehr schöne so Makroshots und sowas. Und Erntezeitpunkt, Trichome ändern sich nahezu von vollständig klar zu milchig. Hier sieht man das ganz gut, die sind wirklich so ein bisschen transparent. Ich denke, weiß nicht, ob man es von da hinten noch sehen kann. Die würde ich sagen, sind eher noch halbwegs klar. Und das ist so der Punkt, da guckt man mit der Lupe, wie verändern die sich. Das geht dann auch relativ schnell. Da sollte man dann gegen Ende der Blüte relativ oft gucken, schon täglich auf jeden Fall. Und ja, die dann im besten Fall milchig an, wenn die nämlich dann diese Bernsteinfarben kriegen, dann baut sich das THC schon um zu CBN und das wollen wir gar nicht unbedingt. Trocknung, Blüten im Dunkeln trocknen, entweder abschneiden und falsch rum hängen, die haben ja so ganz gute Äste irgendwie, man kann die ja dann so relativ gut aufhängen, die Blüten und sonst halt auf Netzen bei 55% Luftfeuchtigkeit, würde ich aber empfehlen bei Netzen dann, ich habe hier unten Maniküre, frisch oder trocken, da geht es darum, die Blüten, die Blätter von den Blüten abzuschneiden, wenn Sie es in Netzen machen, dann sollten Sie auf jeden Fall davor, wenn Sie darauf legen, sollten Sie die großen Blätter abschneiden, wenn Sie die falsch rum aufhängen und trocknen, würde ich sogar eigentlich empfehlen, da die Blätter dran zu lassen. Einfach, weil wir eine langsame Trocknung haben wollen, eine schonende Trocknung. Und ich denke, je mehr da dran ist, desto langsamer trocknet das. Lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Dauert ungefähr 10 Tage. Auch das ist eine Referenz. Das ist unterschiedlich. Also ich habe schon nach 10 Tagen gesehen, gefühlt noch nass. Nach 10 Tagen schon total trocken. Auch das kommt wieder ein bisschen darauf an, wie gut wurden die Pflanzen gepflegt. Was haben wir da eigentlich für ein Endprodukt? Ich sag mal so, wenn nicht so viel drin ist, dann trocknet es eventuell auch ein bisschen schneller. Als Referenz die Stämme knacken, also wenn das jetzt hier Blüten wären und sie knicken die Stämme und die knacken ein bisschen, dann ist es ein gutes Zeichen, dass wir halbwegs mit der Trocknung durch sind. Fürs Erste, die Knollen wirken dann auch von außen total trocken, bis man sie spätestens mal probiert in die Mühle reinzumachen und sieht, dass die eigentlich sich nur zusammendrücken und dass da gar nichts aufgeht. Oder wenn man sie dann mal einen halben Tag im Glas drin hat, diese Blüten, man das Glas aufmacht, weil man sieht, dass sie zusammengesackt sind und da ist dann zu viel Feuchtigkeit noch drin. Da steht, Blüten wirken trocken von außen, eventuell innen noch Feuchtigkeit. In der Mitte von der Blüte ist noch Feuchtigkeit und sobald wir die in Glas packen, zieht die sich wieder nach außen und dadurch wird es dann wieder feucht. Ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. Man sollte aufpassen, dass man es nicht zu feucht in diesen Gläsern hat, dass das nicht schimmelt. Weil auch da, die Sporen sind überall. Wir wollen nicht das Milieu schaffen und deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Nach der Trocknung, Curing. Es ist, das Cannabis ist trocken. Man könnte es theoretisch rauchen. Man kann es auch rauchen, verdampfen, verbacken, wie auch immer. Aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und zwar, ich habe jetzt auch hier probiert, den Common Sense rauszumachen. Ich habe mich da probiert, vorher ein bisschen abzugrenzen. Ich sage, wissenschaftlich fundierte Informationen beim Curing sind eher dürftig. Es gibt ein paar, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht extrem viel. Und deswegen habe ich mich jetzt hier mal darauf berufen, den Common Sense da euch nahezulegen. Und das sind der Wassergehalt von 10-12% beim Curing. Curing bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit. Langzeit bei 50-55%. 2 Wochen bis 2 Monate dunkel im Glas und regelmäßig lüften. Es gibt auch Leute, die machen das deutlich länger. Ich habe auch Leute kennengelernt, die über Jahre in irgendwelchen Weinkellern das gecured haben. Da nach hinten raus
Je nachdem. Also ich sag mal so, irgendwann schmeckt man es, irgendwann riecht man es, irgendwann riecht das so leicht säuerlich, es verliert seinen charakteristischen Geruch für die Sorte. Ich finde auch, dass überlagertes Cannabis eigentlich immer ein bisschen gleich riecht. Es riecht so ein bisschen säuerlich irgendwie und nicht so lecker. Nicht so lecker, wie ich es da mal gerochen habe. Als Praxistipp habe ich vor kurzem gesehen, dass man so kleine Hygrometer in die Gläser reinlegen kann und die mit dem Handy verbinden kann. Super praktisch. Hätte ich auch gerne früher schon mal gehabt. Ja, ich habe mal von einem Freund gehört, dass man auch Kühlen im Kühlschrank oder im Eisfach mit rein kann. Ja, also was ich ja gesagt habe, ist die goldene Regel, es gibt keine goldene Regel. Ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, auch noch nicht gehört, dass Leute das im Kühlschrank machen. Aber wenn, solange es trocken im Glas ist, sehe ich da jetzt eigentlich nicht das Problem. Also wir probieren eigentlich beim Trocknen generell hohe Temperaturen zu vermeiden, weil sich viele von den gerade Geruchsstoffen halt relativ schnell verflüchtigen. Das heißt, man sollte wirklich tunlichst vermeiden, sein Cannabis auf einem heißen Dachboden zu trocknen. In der Vorstellung, ja, da könnte es ja gut trocknen, dann geht ja schnell durch. Nein, wir wollen es langsam und konstant getrocknet haben, was auch nicht heißt, dass wir es in einen nassen Keller hängen sollten, da sind wir wieder beim Thema Schimmelsporn. So eine moderate, gute Abstellkammer mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Auch da ist wichtig, dass keine Ventilatoren direkt auf die Blüten pusten, aber dass auch da ein bisschen wie in einer Growbox steht, es wäre gut, wenn die Luft nicht steht. Also auch da für eine frische Luft auf jeden Fall sorgen. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Outdoor-Anbau. Finde ich am allercoolsten, weil wir viel weniger Stromkosten haben, weil es tendenziell, wenn man auf alles achtet oder auf die Sachen achtet, eine sehr umweltschonende Variante ist im Vergleich zu dem ganzen Indoor-Anbau. Ich will es gar nicht schlecht reden, ich liebe den Indoor-Anbau, es macht mir tierisch viel Spaß, aber trotzdem ist es eine schöne Sache, dass wir ohne Strom ein bisschen mehr an dem natürlichen Ursprung der Pflanze arbeiten können. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, finde ich. Hier sieht man mal ein Beispiel, hier aus Berlin auch, aus Charlottenburg. Mein Kollege hat da drei schöne Pflänzchen auf seinem Balkon vorgezogen. Das war irgendwann sogar, ich glaube, Ende Mai. Die waren echt relativ früh schon relativ groß. Was den Anbau auf Töpfen auf Balkon angeht, ist eigentlich zu sagen, dass es düngemäßig sich jetzt nicht signifikant unterscheidet vom Indoor-Anbau. Wir haben Töpfe und da können wir auch mineralischen Dünger reinmachen, die sind nicht nach unten offen, da sehe ich jetzt kein Problem, da gehen wir keinem Bodenlebewesen auf den Keks. Vorteile, Mobilität, wir können es der Sonne hinterher tragen, das finde ich sehr, sehr schön und wir können es vor allen Dingen reinstellen, wenn wir mal einen Hagelschauer angekündigt haben oder einen Sturm, solange die Pflanzen noch hergeben und da spart man sich dann im Zweifel auch ein paar graue Haare und im allerbesten Fall sogar die ganze Jahresernte. Nachteile, große Anfälligkeit für Blattläuse ist jetzt kein großer Nachteil, aber so, wenn man die draußen auf dem Balkon stehen hat, gerade im Frühjahr empfehle ich schon, da irgendwie morgens, abends mal zu gehen und immer die alle platt zu drücken. Und was ich jetzt auch beobachtet habe, immer mehr, ist, dass überdachte Balkone anfälliger für Spinnmilben und Tripse sind. Spinnmilben sind auch ein klassischer Gewächshausschädling, kommen wir auch gleich nochmal hinzu. Die mögen das halt gerne in einer trockenen Umgebung. Da draußen oben bei dem Kollegen, wo es auch mal von oben rauf regnet, hat man die Probleme jetzt nicht so, da werden die Viecher irgendwie besser weggespült. Da hatten wir jetzt ein anderes Problem auf dem Balkon. Und zwar hat es durch den Starkregen da so derartig die Nährstoffe rausgehauen aus dem Boden, weil der ganze Regen die Nährstoffe rausgespült hat und die Pflanzen nicht richtig abtrocknen konnten, dass die überwässert waren und einen Nährstoffmängel hatten. Auch einfach an der Stelle nochmal zu sagen, macht dann auch Sinn im Zweifelsfall, die Pflanzen mal reinzustellen, wenn es total doll regnet, dass sie nicht so viel Regenwasser abkriegen. Zu beachten, auch Regenwasser zum Gießen ist super, aber das verhält sich ein bisschen wie mit dem Osmosewasser, das hat nicht so viele Teilchen, das heißt, wenn wir mit Regenwasser gießen, unbedingt Düngen aufsalzen, nicht einfach nur Regenwasser reinkippen. So, jetzt kommen wir zum Outdoor-Anbau, das freue ich mich auch sehr jetzt hier, zum Gewächshausanbau Mixed Light und Light Depth, das sind alles Disziplinen aus dem Gewächshaus. Hier habe ich jetzt mal netterweise von einer Person, die eventuell auch hier diese Veranstaltung mitsponsert, ein Bild genommen von einer Growbox, die quasi lichtdurchlässig ist, was ich total cool finde. Das heißt, die kann man sich auf den Balkon stellen wie ein kleines Gewächshaus und muss trotzdem nicht seinen Nachbarn mit dem penetranten Geruch dann am Ende belästigen, weil man hat ja trotzdem die Möglichkeit, dann da auch so einen Aktivkohlefilter reinzuhängen.
Grundsätzlich ist das Gewächshaus auch wieder ähnlich zu behandeln wie Indoor Growing. Wir haben sehr schnelles Wachstum, wenn die Sonne scheint, wenn wir eine gute Luftfeuchtigkeit da drin haben. Und ich würde, auch wenn ich es spartanisch halten würde, grundsätzlich empfehlen, wenigstens einen kleinen Schwenkventilator ins Gewächshaus reinzuhängen, dass wir da ein bisschen Luftzirkulation haben. Auch sonst, die Luft steht da, die Luft wird da drin feucht. Und ja, da gibt es auf jeden Fall drauf zu achten. Erhöhter Schädlingsdruck, versteht sich fast von selbst. Indoor schleppen wir die Schädlinge gerne rein über Schuhe, über Klamotten, habe ich ja eben schon gesagt, wo die Dinger einfach raufspringen. Haustiere sind auch ein großer, großer Punkt. Katzen und Hunde, klar, die rennen die ganze Zeit durchs Gebüsch, die sammeln das alle ein wie ein Magnet. Das heißt, Katze und Hunde jetzt nicht unbedingt in der Growbox rumrennen lassen. Ich wusste nicht, dass das so eine Reaktion mit sich bringt. Ja, wie gesagt, das war jetzt nochmal als Beispiel. Kann man sich vorstellen, wenn man jetzt ein Gewächshaus hat, was mitten im Garten steht, was jetzt ja auch nicht luftdicht verschlossen ist, dass da natürlich die Viecher auch reinkommen und dass wir nicht wie draußen die Gegenspieler haben, die dann auch mal ein paar Raubmilben, die dann auch mal gegen die Milben kämpfen, sondern das ist wirklich, wenn man dann eine niedrige Luftfeuchtigkeit hat, was für die Spinnenmilben gut ist, die kommen da rein. Das heißt auch, ich würde präventiv einfach gucken, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher zu halten, um es den Spinnenmilben ein bisschen ungemütlicher zu machen. Weil wenn es da drin sehr trocken wird und die einmal da drin sind und die Dinger sind überall, dann ja, jetzt habe ich mich verhaspelt. Mixed Light, das ist dann irgendwie the best of both worlds oder für manche auch ein bisschen irre, dass man da noch eine Lampe ins Gewächshaus hängt. Ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall die Endresultate gesehen habe und dass ich sehr, 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 sehr angetan war. Macht für mich auch ein bisschen Sinn eigentlich, dass man das so beides kombiniert. Zumindest wenn man jetzt einen Balkon hat, kriegt man auf jeden Fall Zusatzlicht umsonst, wenn man das in so einer Box macht und da sein Licht reinhängt. Wie das dann von gegenüber aussieht, wenn da irgendwie so eine 200-Watt-Lampe rüber scheint, weiß ich auch nicht. Aber es kann uns ja jetzt egal sein, solange da ja nur drei Pflanzen drin sind. Deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal anzusprechen. Anderer Punkt, Light Depth. Wir verkürzen die Tage künstlich über eine Abdeckplane. Eine weiße Plane von außen, dass die nicht so heiß wird, von innen schwarz. Ist eine total gängige Anbaumethode, auch in Kalifornien auf jeden Fall. Da habe ich das ganz viel gesehen. Das ist einfach der große Vorteil, dass wir selber steuern können, wann die Pflanzen blühen. Die Intensität der Sonne ist Mitte des Sommers viel, viel, viel stärker als jetzt, wie ich eben erzählt habe, von Mitte August bis Mitte Oktober. Das heißt, der Benefit bei Light Depth liegt eigentlich darin, dass wir eine stärkere Lichtintensität haben, in der die Pflanzen blühen können. Wir können es selber steuern, wie beim Indoor, aber wir haben keine Kosten für Strom. Außer jetzt für die Plane, die dann hoch und zu fällt, aber das wird auch meistens tatsächlich händisch gemacht. Bin ich sehr, sehr großer Fan. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass das auf jeden Fall ein größeres Ding wird in Deutschland und wird auch alle dazu ermutigen, damit mal zu arbeiten, weil es einfach super einfach ist und weil die Qualität einfach besser ist, wenn die Sonne so stark ist. Das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Nachteil, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich sehe gerade, ich muss mich ein bisschen eilen. Nochmal ein kurzes, simples Beispiel aus Kalifornien, hier habe ich fotografiert. Das ist einfach ein Gewächshaus, weil ich ja auch immer gesagt habe, keep it simple. Die haben einfach hier Ventilatoren einfach nur da rangehangen. Auch ich sehe, da sind gar keine Kabelbinder dran, also sie sind nicht mal befestigt. Und hier oben sind kleine Energiesparlampen. Die Energiesparlampen sind jetzt nicht für das Mixed Light, um da Blüten zu produzieren. Die hängen da einfach nur, dass man die Tage länger machen kann. Das heißt, wenn es jetzt noch früh im Jahr ist und die wollen die Pflanzen da drin vorziehen, dass die nicht sofort denken, ach, es ist Herbst, ich muss blühen. Nee, dann geht einfach morgens und abends nochmal Lampen an, dass die denken, ah, okay, ja gut, alles gut, sind 18 Stunden, langer Sommertag. So einfach lassen die sich austricksen und dafür braucht man keine fetten Lampen. Da reichen halt, wie gesagt, so ein paar Energiesparlampen in einem Gewächshaus vollkommen aus. Outdoor Autoflower. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt die lichtunabhängigen Sorten. Autoflower, wie der Name schon sagt, automatische Blüte. Der Timer geht einfach los. Das heißt, genau wie bei diesem Light Depth haben wir da den großen Vorteil, dass wir Ernten mitten im Sommer haben können. Und das ist auf jeden Fall auch genau der Vorteil, den Autoflower liefert. Die Blüte wird einfach besser, die wird stärker. Also ich sage immer, ja, so eine im Sommer geblühte Outdoor draußen vom Balkon, die kann eigentlich locker mit so einem guten Indoor-Gras mithalten, würde ich sagen. Von der Qualität, vom Geruch. Sehr, sehr stark auch teilweise, habe ich mich erschrocken. Und
Der Nachteil oder das, was ja jetzt nicht der Benefit ist, dass halt die Pflanze nur zwei, drei Wochen wächst. Das heißt, die Wachstumsphase ist sehr kurz. Dementsprechend kann auch nicht so viel Biomasse aufgebaut werden. Und dass natürlich Stagnationen im Wachstum zu erheblicheren Ernteeinbußen führen. Wenn wir nur 3 Wochen Wachstum haben und die Pflanze, die hat Mängel zwischendurch, dann wird sie das halt in der Blüte nicht mehr so schön einholen können, wie jetzt eine Pflanze, die ein bisschen länger arbeitet. Deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt den blutigen Anfängern empfehlen, ist aber prinzipiell eine schöne Sache. Ich würde sie auch immer in den Endtopf setzen direkt, nicht umtopfen, weil halt dieser Umtopfstress dann wieder 2, 3 Tage Wachstumsstagnation, das müssen wir nicht unbedingt machen. Es bietet sich einfach an, diese Pflanze in den Endtopf zu machen. Genau, bisschen geringeres Ertragspotenzial halt als die lichtabhängigen Bäume, die gleich kommen. Trotzdem, habe ich schon gesagt, schöne Sache, gerne mal ausprobieren. Kommen wir zum Outdoor-Anbau. Jetzt zu meiner absoluten Lieblingsdisziplin, die lichtabhängigen Sorten im offenen Boden. Das heißt, das ist auch ein Bild aus Kalifornien. Da waren wir bei einem sehr großen Finohand letztes Jahr, was ich eben gesagt habe, dass wir die verschiedenen Samenpflanzen, dass wir von den Stecklingen nehmen, um dann erst am Ende zu gucken, welche es eigentlich ist. Das war jetzt eine von den Pflanzen und das Gewächshaus davor war eine von den Orten, wo sie diese Stecklinge sozusagen gelagert haben und warum die auch noch lang beleuchtet wurden im Herbst. So sieht dann so eine volle Blüte in Kalifornien aus. Oder volle Blüte ist übertrieben, aber eine große Pflanze, sage ich mal. Standort, im besten Fall sonnig. Geschützt, auch im Hochbeet und Hügelbeet. Standorte, an denen ohnehin Unkraut gut wächst, wenn Sie eine sonnige Stelle haben im Garten. Wo das Unkraut eh schon gut wächst, stellen Sie sie einfach dahin. Das wird Ihnen viel Arbeit abnehmen. Grundsätzlich wird einem viel, viel Arbeit abgenommen, wenn man die Pflanzen einfach in den offenen Boden stellt. Wenn man das jetzt ein bisschen vorbereiten will, kann ich auch empfehlen, wenn Sie zu viel Gartenabfälle haben, einfach mal ein schönes Loch buddeln und da dann einfach alles reinschmeißen, was Sie da finden. Das ist super Nahrung für die ganzen Viecher, für die Regenwürmer, Kellerasseln. Und ich meine wirklich, Sie können alles reinschmeißen, von Rasenschnitt über Blätter bis zu so dicken Baumstämmen. Da haben die dann halt 10 Jahre was dran zu knabbern, die Kellerasseln. Und natürlich können Sie das auch für alle Ihre anderen Pflanzen benutzen. Ne? Und wenn Sie ein Hügelbeet machen, machen Sie keinen glatten Hügel, machen Sie ein U sozusagen, dass Sie noch eine Schneise haben, wo Sie gießen können, weil sonst läuft das da im Sommer immer alles ab. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. begrenzte Sortenauswahl. Wir können nur resistente Sorten benutzen und welche, die schnell blühen. Ich habe das eben schon erwähnt, die Pflanzen blühen bis in den Oktober rein. Es ist sehr, sehr kalt teilweise bei uns hier im Oktober, zumindest so weit nordöstlich, wie wir hier sind. Es ist sehr, sehr feucht. Das heißt, die Pflanzen sind eigentlich permanent nass. Was ich ja eben gesagt habe, was wir eigentlich mit allen Mitteln vermeiden wollen. Deswegen müssen wir da unbedingt schimmelresistente und schnell blühende Sorten nehmen. Ich habe jetzt geschrieben, Blütezeiten von über 8 Wochen für lokales Klima nicht zu empfehlen. Ausnahmen bestätigen die Regel. 2018 hatten wir einen Herbst, da war Mitte Oktober irgendwie noch 28 Grad. Da wäre es gegangen. Da hätte man auf jeden Fall das machen können. Aber das wäre jetzt auch einer von 15 Sommern, der mir jetzt eingefallen wäre, in dem man das hätte machen können. Deswegen, ich finde, man spielt da schon genug auf jeden Fall mit den Göttern. Man sollte sich da schon auf gute Sachen begrenzen. Da gibt es, um vielleicht mal ein bisschen Werbung zu machen für eine andere Seed Company, die Firma Sweet Seeds hat da was sehr Schlaues gemacht. Und zwar haben die eine Autoflower-Sorte dann mit der original lichtabhängigen Sorte verpaart und haben da so eine F1 Fast-Version angeboten. Die blühen halt 10 bis 14 Tage früher. Und das macht ganz schön viel aus, weil die Pflanzen dann halt schon Ende Juli anfangen zu blühen, wo es echt noch warm ist. Dann stretchen die Pflanzen auch ein bisschen sowas. Der Stretch, den man vom Indoor kennt, dass die bei dem Umstellen von Wachstumsphase auf Blütephase nochmal so einen Schub machen, das ist hier eigentlich tendenziell eher unüblich. Habe ich dann bei den F1 Fast-Versionen schon mal auf jeden Fall sehen können, dass es da auf jeden Fall eher noch funktioniert, weil wir halt einfach vorne 2 Wochen viel besseres Wetter haben und hinten halt 2 Wochen viel schlechteres halt nicht. Das bringt extrem viel. So viel zur Sortenauswahl. Jetzt nochmal kurz zur Praxis. Die Jungpflanzen können wir nach den Eisheiligen rausstellen, nach Mitte Mai, wenn es nicht mehr friert. Frostresistent sind die Pflanzen nicht. Wenn wir es auf dem Balkon machen, können wir die Pflanzen natürlich trotzdem schon vorziehen und wenn es friert, reinholen. Prinzipiell würde ich es auch so empfehlen, die Pflanzen langsam daran zu gewöhnen, wenn sie die Indoor vorgezogen haben, nicht direkt in die pralle Sonne stellen. Genau wie bei uns Menschen, wenn wir einen Sonnenbrand riskieren. Das heißt, wenn die unter Kunstlicht vorgezogen sind und noch keine UV-Kontaktpunkte in ihrem Leben hatten, erstmal 1, 2 Tage in Schatten stellen, halben Tag Sonne und dann nach 4, 5 Tagen erst in die volle Sonne stellen. Einfach um das zu schützen.
erstmäßig düngen, da oft genug Stickstoff vorhanden ist. Wir haben meistens wirklich genug Stickstoff im Boden, das ist nicht das Problem. Mit Kalium und Phosphor sieht es da ein bisschen anders aus und mit den anderen Mikronährstoffen. Aber Stickstoff düngen vorsichtig, die Pflanzen wachsen sonst eventuell auch ein bisschen zu schnell, die werden ein bisschen zu weich und werden dementsprechend noch anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Und grundsätzlich kann ich auch sagen, dass Pflanzen jetzt gerade, wenn es zum Ende der Blüte hingeht, ein bisschen knochiger waren und jetzt nicht so völlig überfüttert waren, eigentlich die waren, wo das Endresultat ein bisschen besser war. Erstmäßig düngen. Ja, Sie können mit Leitungswasser gießen, Sie müssen den pH-Wert nicht anpassen. Man kann den pH-Wert anpassen. Es ist dann meistens auch einfach von der Menge vom Wasser her, müsste man es in Regentonnen dann machen, kann man ja machen, aber man kann auch einfach gießen. Was ich da empfehlen würde, gerade im Herbst, ist die Gießkannen nach dem Gießen wieder mit dem Wasser zu befüllen. Einfach nur, weil wenn Sie das kalte Wasser im Herbst aus der Leitung dann noch auf den Boden machen, kühlen Sie den Boden eventuell noch 5, 6 Grad runter und das wollen wir dann im Oktober wirklich nicht. Da wollen wir mit allen Mitteln probieren, halt den Boden so warm wie möglich zu halten. Deswegen auch das Hügelbeet oder das Hochbeet, einfach, dass der Boden generell warm bleibt. Wachstumsphase, Schneiden ist haupttriebs von vorteilhaft, nicht jeden Tag gießen, die Pflanzen sind stark, wenn die Pflanze ein bisschen Stress hat und die Blätter mal hängen lässt, dann wachsen die Wurzeln, weil die Pflanze ist schlau und reagiert darauf. Schneiden ist haupttriebs von vorteilhaft, warum? Wenn wir jetzt eine Pflanze haben, die gerade nach oben wächst, immer höher, am Ende haben wir da eine große Blüte dran, eine große Blüte ist nicht unbedingt gut, weil da ist auch wieder viel mehr Platz für Schimmel sich drin zu bilden, weil die ganze Zeit Wasser durchläuft durch diese Blüte und weil auch der Schwerpunkt von der Pflanze nicht besonders gut ist. Wenn es mal stürmt, kann es sein, wenn der Boden locker ist, dass die umkippt, zur Hälfte auswurzelt oder auch einfach umknickt, was natürlich auch super schade wäre, gerade gegen Ende, wenn die Blüten schwer werden. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall immer zurückzuschneiden und die Pflanze ein bisschen näher am Boden zu halten und nicht probieren, die höchste Pflanze zu haben. Blütephase. Ende Juli erste Blütedüngergabe. Ich habe gerade gesagt, dass die erst Anfang August anfangen zu blühen. Warum machen wir es schon Ende Juli? Zwei Gründe. Phosphor ist der limitierende Faktor für Stickstoff. Wir haben in dem Blütedünger Phosphor drin. Das heißt, ich habe schon oft erlebt, dass ein etwas magerer Boden, wenn man den mit Blütedünger gegossen hat, dass da dann auch sauber mit Stickstoff gedüngt hat. Warum? Weil der Phosphor eben jetzt den restlichen Stickstoff im Boden hochholt. Das würde ich da auch empfehlen, weil wir gegen Ende der Blüte ja auf jeden Fall so wenig Stickstoff wie möglich eigentlich probieren beim Outdoor anzupeilen, dass wir nicht diesen klassischen Hecke-Geschmack kriegen am Ende. Und genau, weniger gießen, tägliche Kontrolle, viel wichtiger als noch beim Indoor-Anbau. Gehen Sie jeden Tag hin, gucken Sie nach Mehltau, gucken Sie nach Budrot, nach Schimmel. Wenn Sie Schimmel sehen, am besten eine Tüte rummachen, unten abschneiden und wegmachen. Die Poren, die verteilen sich durch Schütteln enorm. Manche Leute brennen es auch an der Pflanze ab. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Handschuhe anziehen und probieren die Pflanze danach auch nicht anzufassen, wenn sie das berührt haben. Sie werden das alles verteilen. Kommen wir langsam zum Ende. Outdoor-Anbau, Beispiel aus Kalifornien. Ich wollte einfach nochmal hier, da sieht man mich, einfach nochmal als Beispiel für das Potenzial, was so eine einjährige Pflanze überhaupt schafft. Die war halt ein gutes Stück höher als ich. Da wird einiges dran gehangen haben an dieser Pflanze. Kalifornien ist natürlich nicht das Klima, was wir haben. Die haben mediterranes Klima, da ist es im Herbst irgendwie noch 28, 29 Grad, fast sogar noch ein bisschen zu warm für die Pflanze, aber es ist ein super Klima, die haben eine trockene Luft und das jetzt als übertriebenes Beispiel mal, aber es geht auch in Deutschland, hier sieht man mich auch nochmal im Vergleich zu einer Pflanze. Und ich habe auch mal hier als botanisches Anschauungsmaterial einfach mal mitgebracht, wie so ein Stamm nach einem Jahr aussehen kann. Einfach dass man mal ein Gefühl dafür kriegt und ich sie vielleicht ein bisschen motivieren kann, das mal auszuprobieren. Genau. Kurz vielleicht dazu, zu einem Beispiel aus Berlin. Wir haben hier drei Pflanzen, also auch wieder im völlig legalen Bereich. Und die Samen wurden, glaube ich, am 5. Mai losgeschickt. Das heißt, die Pflanzen, das Foto ist von vor einer Woche. Die Pflanzen hatten sehr gute Startbedingungen, die wurden sehr gut gedüngt, die haben sehr guten Boden. Die Person, die Pflanzen da anbaut, hat sich die Mühe gemacht, zwei Säcke Erde in diesem kleinen pizzagroßen Loch da zu versenken und da noch einiges an Spurenelementen auf jeden Fall hinzuzufügen. Einfach auch nochmal als visuelle Motivation, vielleicht wenigstens mal eine Pflanze sich in den Garten zu stellen, sofern man denn eine hat, weil das Wachstum zu sehen, das macht einfach wirklich Spaß. Jedes Mal, wenn man mal ein Wochenende weg ist und sich das anguckt, denkt man sich, ey, konnte das passieren? Und es hört auch nicht auf, es hört nicht auf. Also, das Gefühl geht nicht weg. Ja, jetzt nochmal ein Bild, wie es halt auf gar keinen Fall aussehen sollte. Am Ende der Blüte, so sieht dann ein sehr starker Mehltaubefall ab. Ich habe das ja eben schon erzählt, wie Mehltau entsteht, durch eine starke Tag-Nacht-Differenz.
Ein weiterer Punkt, der uns im Herbst auf jeden Fall Kopfschmerzen bereitet, Botrytis, Grau- und Braunschimmel durch hohe Luftfeuchtigkeit, habe ich eben auch schon, glaube ich, gut erklärt, dass es eigentlich immer und überall passieren kann. Und typische Schädlinge, Nacktschnecken, Riesenproblem. Riesenproblem. Ich denke, alle, die im Garten, ja, ich sehe auch hier, die Begeisterung hält sich in Grenzen bei dem Begriff. Die schaffen es wirklich, Pflanzen, die ich Ihnen da gerade gezeigt habe, machen 3 Nacktschnecken in einer Nacht platt. Also das habe ich auf jeden Fall schon so gesehen. Da muss man auf jeden Fall gucken. Ich will jetzt nicht empfehlen, Leuten Schneckenkorn zu geben, weil grundsätzlich würde ich immer dazu empfehlen, auch wir haben auch Nützlinge im Garten, Erdkröten, Igel, alles Sachen, die rauskommen. Die Kröten kommen raus, wenn es regnet. Wenn wir also nicht im Garten sind und den Garten nach Nacktschnecken absuchen und fressen die Viecher, die Igel kommen nachts und fressen die Viecher. Also prinzipiell seid nett zu den guten Tieren, dann helfen die euch vielleicht, die schlechten Tiere in eurem Garten zu vertreiben. Blattläuse, Ameisen, nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ameisen an und für sich sind gar nicht so ein Riesenproblem, aber Ameisen leben in der Symbiose mit Blattläusen und tragen die wirklich dahin und kümmern sich darum. Das heißt, wenn sie die Blattläuse da abmachen von ihrer Pflanze, tun sich den Gefallen und probieren den Weg der Ameisen, den Ameisen auch abzuschneiden, eine Linie Backpulver irgendwo dazwischen machen oder Zimt funktioniert, glaube ich, auch relativ gut. Das mögen die nicht so gerne oder werden verrückt davon. Vielleicht nochmal nachlesen, aber die Ameisen als indirekte Schädlinge auf jeden Fall auch ernst nehmen. Jetzt kommen wir noch zum Erntezeitpunkt. Ich weiß, ich bin ein bisschen drüber. Ich bin gleich fertig. Erntezeitpunkt, Begutachtung der Trichome, der Harzköpfe ist genauso wie beim Indoor. Aber zu beachten ist auf jeden Fall viel mehr Kontrolle noch. Befall rausschneiden und gegebenenfalls früher ernten. Wenn Sie viel Schimmel an der Pflanze haben, im Zweifel sogar die ganze Pflanze wegschmeißen. Es ist hochgradig schädlich, diese Sachen zu konsumieren, egal auf welche Art und Weise, ob Sie das rauchen, dampfen, essen. Es ist extrem schädlich. Ich würde dringend davon abraten und deswegen auch großflächig rausschneiden. Und wenn Sie ein bisschen Befall haben und ein schlechtes Gefühl haben, früher ernten. Hilft alles nichts. Da können Sie sich nicht auf die Trichome verlassen, bevor Sie gar nichts haben. Ernten Sie lieber ein bisschen früher, bevor Sie alles verlieren. Außerdem wird die befallene Pflanze, auch die anderen Pflanzen, wird Ihnen dabei helfen, dass sie auch befallen werden. Trocknung, habe ich ja gesagt, ein bisschen wie beim Indoor auch, Curing auch ähnlich zu behalten. Wenn Sie schon Probleme hatten mit Krankheiten, würde ich empfehlen, die Pflanzen etwas schneller zu trocknen. Und dann ist es vielleicht auch mal okay, die ersten 2-3 Tage auf dem Dachboden zu hängen, wo es ein bisschen trockener ist. Einfach nur, um nicht zu riskieren, dass wir da zu viel Schimmel haben. Ja, das war es jetzt soweit von mir erstmal. Und fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben also Indoor, die Lichtabhängigen. Wir haben relativ viel Stromkosten, aber wir haben die volle Kontrolle. Es funktioniert sehr gut. Wir können alles steuern. Wir müssen uns nicht den Göttern stellen. Wir spielen Gott. Und dann haben wir die Autoflower draußen, die braucht keine Technik, das heißt, wir brauchen nur diesen Topf und nur diese Pflanze, kein Gewächshaus, was wir abdunkeln, haben sehr schöne Erträge, aber nicht so viel, sehr schöne Qualität, aber nicht den Wahnsinnsertrag. Dann haben wir noch die Zwischennutzung von den Light Depth, was ich eben gesagt habe, was für mich eigentlich gerade so einer der interessantesten Punkte ist, weil ich denke, dass da sehr viel Potenzial ist. Und dann haben wir noch die lichtunabhängigen Sorten, die lichtabhängigen Sorten, die draußen blühen, wo wir halt das Potenzial für einen sehr großen Ertrag haben, aber halt auch den Potenzial haben, alles zu verlieren. So viel dazu. Das war's von mir. Vielen Dank. Check, check, check. Was so sozusagen auch genau. Ich quatsch trotzdem mal weiter. Ja, vielen, vielen Dank für diesen großen Rundumschlag. Ich glaube, dass alle Fragen oder alle Themen angerissen wurden, die irgendwie interessant sein können. Wie viele Fragen gibt es denn? Wir haben eigentlich nur noch 10 Minuten. 3? 4? Nee, aber ich glaube, das ist kein Problem, weil der Vortrag war einfach super informativ. Ach, und von daher, ich glaube, wir können uns, das ist in Ordnung okay. So. Alles klar, dann würde ich das einfach hier so einmal hier durchmachen, die Fragen, und es auch bei den Vieren belassen wollen, dass wir dann hinkommen, ja? Hallo, hallo. Hi. Ja, hi. So, ich versuche mich kurz zu fassen. Und zwar Thema CO2-Düngung. Mhm. Wenn du sagst, ja, das ist von Vorteil, was die Quantität angeht, ist die Qualität dann auch schon durchs untersucht worden?
Also THC-Gehalt und. Ist die Kamera noch an? ich kann ja nur aus privater Erfahrung sprechen. Jemand aus Spanien, den ich kenne, der von dem ich weiß, dass er halt mit CO2 anbaut und ich weiß gar nicht seine Menge. Aber ich kann was zur Qualität sagen und die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall auch auf die Stärke der Pflanze ist. Macht ja eigentlich Sinn, der ganze Stoffwechsel wird angekurbelt. Deswegen glaube ich auch, dass sie stärker wird. Mhm. Okay, dann nur noch ganz kurz. Was ist denn das für eine Sorte da vorne? Es ist auf jeden Fall von der Humboldt Seed Company. Tatsächlich ist das Etikett abgefallen. Das heißt, das ist eine Fragezeichenpflanze. Ich werde es dann wahrscheinlich in 6 Wochen zuordnen können. Spätestens. Ist sie weiblich? Ich gehe stark davon aus. Ja, die ist weiblich sogar, das weiß ich schon. Dann kann ich den Steckling haben. Ich gehe stark davon aus. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für diesen interessanten, dicht vielseitigen Einblick zum Thema Anbau. Ich habe mir die Frage notiert, wo, da ich persönlich auch für den nachhaltigen und sozialen Anbau stehe und persönlich auch empfehle Leute, baut selbst an, aber woher kommt denn das Equipment von der Humboldt-Universität? Woher, aus welchen Ländern wird das bezogen? Gibt es schon... Was jetzt genau? Also zum Beispiel... Die LEDs, die Zelte, die Growboxen. Woher bezieht die Universität? Genau. Welche Marken wir jetzt benutzen? Oder? Genau, und aus welchem Land vielleicht? Gibt es da auch Deutschland produzierte? Da waren ja ganz viele Bilder jetzt hier zum Beispiel, dass die aus der Universität sind. Das hier war in der Universität zum Beispiel, da haben wir, das ist jetzt eine Homebox, 1,50x1,50 mit 2 Sunlight-Lampen. Beispielsweise Sunlight kommt aus Österreich, meine ich. Homebox weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Und das Ganze produziert wird in Asien oder gibt es da auch schon in Europa? Oh, das müssen Sie dann Sunlight fragen, das weiß ich okay, nicht. Okay, dann erkundige ich mich nochmal. Vielen Dank. Yeah. Und Mit Silber-Thiosulfat kann man männliche Blüten erzeugen. Aha. Welche Alternativen gibt es dazu? Ich habe gerade kollodiales Silberspray genannt. Das ist das. Okay. Also, weiß ich nicht. Wenn man Silber mit Thiosulfat ausfällt. Würde ich weitergeben? Heroinsäure ist aber nicht so vielversprechend. Und da war noch eine Rede von einer anderen Methode, die nicht chemisch ist? Lichtstress. Welche Art von Lichtstress? Ich denke, das kann man nicht so. Das kann man jetzt, glaube ich. Generell einfach Stress. Egal, was es an, aus und nach. Ja. Aber es ist. Ist auch immer die Frage, ich kann es, wie gesagt, ich denke, das ist die gängige Methode von denen, die ich weiß, ist kollodiales Silberspray auf jeden Fall. Das ist das, was in der Industrie benutzt wird. Alles, was Ethylen blockt, hilft auf jeden Fall. Also das Silber dient ja nur als Ethylenblocker. Und wenn dieses Ethylen in den Pflanzen eben gehemmt wird, dann bilden sie eben erst die männlichen Geschlechtsorgane. Ich dachte, das Kolloid sei der Witz. In dem Fall ist es so, ich glaube, es ist das Silber, also sowohl beim STS als auch bei dem kolloidalen Silber, dass das eben das Ethylen blockt. STS ist kolloidal anfällig. Ja. Gut, wer hat noch Fragen? Thema Düngung am Ende der Blüte. Da gibt es ja jetzt auch, geht ja immer sowieso mit dem Grow and Grow Science in Richtung Esoterik, in Richtung alles Mögliche. Und wie sieht es denn jetzt da aus mit dem Flaschen? Das ist ja immer so dieses Ding, dann flascht noch irgendwie den Dünger ich raus. Ich habe es rausgelassen. Weil ich da auch jetzt wieder die unterschiedlichsten Sachen höre. Also prinzipiell, um jetzt mal bei dieser Bro-Science zu bleiben, nimmt die Pflanze die mineralischen Stoffe ab und muss sie ja dann oben in der Blüte, diese Mineralien, die ja dann unten von der Blüte sozusagen in die Blüte hochgehen, müssen da verstoffwechselt werden und dass da dann halt nicht mehr dieser mineralische Dünger übrig ist, setzt man ihn halt ab, dass die Sachen, die da oben mineralisiert vorliegen, dann sozusagen in die Blüte reingehen und dann nicht mehr mineralisiert vorliegen. Ich habe gehört, dass Leute gar nicht flaschen, ich habe gehört, dass Leute 3 Tage flaschen, ich habe gehört, dass Leute 10 Tage flaschen, ich habe gehört, dass Leute 2 Wochen spülen. Ich denke, das lässt sich vor allen Dingen nicht verallgemeinern, das hat auch vor allen Dingen viel mit dem Substrat zu tun. Also ich denke, wenn ich jetzt hier von Erde auf Steinwolle schließe, dann spätestens wird es nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man eine Steinwolle 10 Tage flascht, wird er sehr viel Schaden anrichten, gehe ich jetzt mal von aus. Also ihr habt da auch noch keine Messungen zugemacht in der Richtung irgendwie? Ich habe auf jeden Fall mal gehört, dass wenn nicht bis zum Ende durchgeflasht, also dass es einen Anbau gab, bei dem
dann das geflasht wurde und dann die THC-Werte, glaube ich, um 3% gesunken sind oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ein grober Wert, den ich mal gehört habe. Hast du irgendwelche guten Tipps, also wenn wir über Outdoor-Anbau sprechen, welche Genetiken hier für den nordostdeutschen Raum vielleicht funktionieren, lichtabhängig? Lichtabhängig? Ja. Also da kann ich grundsätzlich empfehlen die Sorte Green Poison F1 Fast Version, das habe ich eben erklärt, ne? Diese mit der Autoflower gerückkreuzte Variante, die halt ein bisschen früheren Blütetrigger hat. Da spart man sich auf jeden Fall eine Menge Stress. Was auch gut funktioniert, von Humboldt Seed Company ist Dream Queen, die ist, glaube ich, auch ziemlich resistent gegenüber so Schimmel, Botrytis, der ganzen Sache. Kann ich jetzt auch nicht aus erster Hand sagen, aber weitergeben ist, was mir gesagt wurde, ist von Sirius Seeds Sirius 6, die Sorte. Wurde mir jetzt zweimal nahegelegt, weiß nicht, kann ich aber auch selber jetzt nicht wirklich was zu sagen. Welche Sorten funktionieren gut? Ja? Hollands Hof von Dutch Passion, ja, tatsächlich. Northern Lights, ja? Ja. Ich wollte fragen, aber nicht tendenziell die. Alle Indica-Sorten sogar jetzt noch für Late. Würde ich nicht empfehlen. Nein, also alles. Es hat auch ein bisschen was mit der Blütenstruktur zu tun. Ich habe das Gefühl, wenn die Buds, ich nehme mich gleich ran, wenn die Knollen auch zu fest werden und zu hart, es wird noch schneller schimmeln als ein bisschen was ein bisschen luftiger ist. Also da hinten war noch mal eine Meldung. Ja, für passende Strains, also jetzt wird es, egal was man macht, echt knapp. Ja, passende Strains, also egal was man jetzt macht, es wird echt knapp. Also wir jetzt in Oktober landen und das kann gut gehen, aber 50-50 oder so. Es kommt voll auf das Wetter an. Aber generell, wenn für deutsche Sommer, Outdoor, fotoperiodisch oder lichtabhängig, kurze Strains halt. Welche, die nur irgendwie Top 44 hat, nur 44 Blütetage, das desto sicherer landet man halt nicht im Oktober, desto kürzer die Blütezeit. Ganz einfach. Wie gesagt, ich würde nur trotzdem darauf achten, nicht nur auf die Blütezeit zu gehen, sondern wirklich auch daran gucken, ob das resistente Sorten sind. Also ich würde nicht pauschal sagen, dass man alle Indikas rausstellen kann. Also meiner Erfahrung nach funktioniert das genau nicht. Als Grower, sondern als mehr als Educator, der möchte, dass andere Menschen auch mal in den Genuss kommen. Und ich glaube, dass der ganze Perfektionismus von, das muss jetzt die stärkste und die kräftigste und die ertragreichste und potenteste Pflanze sein, das ist doch Bullshit, wenn ich wieder Leuten gleich sage, nein, du musst erstmal dieses perfekte Ziel erreichen, statt einfach, Alter, knall drei Samen in die Erde, guck, was passiert und hab Spaß an der Sache. Was soll denn dieser Wachstum? Ich verstehe, weil es ist ja so, man will ja auch ein Produkt haben, das fertig wird und genießbar ist. Wenn man jetzt Tomaten hat, die Endfäule haben, ja, die faulen. Nein, lernst du vorher. Ich weiß nicht, kann ich vielleicht mal kurz eingreifen? Hast du Outdoor-Anbauerfahrung, wenn ich mal fragen darf? Also ich glaube dir das auch, wenn du das sagst, musst du mir gar nicht zeigen, aber... Nee. Ja, voll. Ich finde deinen Punkt auch total richtig und ich kann ja auch sagen, ich habe auch mit Backseeds gelernt. Ich habe Samen aus dem Cannabis gesammelt und das funktioniert erstaunlich gut. Ich denke nur halt, wenn jetzt diese Frage kommt, ich finde das total gut, weil es macht es halt deutlich einfacher. Ich habe viel mit Backseeds gemacht, ich habe aber auch sehr viel Ernte wegen Backseed verloren, weil ich halt nicht genau wusste, was es ist. Und es ist natürlich schon schade, wenn wir nur drei Pflanzen haben und ich knalle jetzt einfach nur drei Samen in den Boden und es wird dann am Ende nichts. Und nur durch die Sortenauswahl kann man schon echt viel Stress sich auf jeden Fall vermeiden. Aber wir reden von drei Pflanzen und 50 Gramm. Mhm. Da muss man schon echt ein extrem schlechter Gärtner sein, das nicht zu erreichen. Nee, das sehe ich nicht so. Weil das Wetter so scheiße ist, dass im Herbst einige Sorten einfach weggehen. Also einfach verschimmeln. So. Ich verstehe schon deinen Punkt. Ernte und man hat einfach mehr dieses aktivierende Hai, was einfach auch echt geil ist. Ich will schon geile 50 Gramm, nicht irgendwie Scheiße kaufen. Also ich habe mit dem Micro-Backseeds arbeite ich so, dass ich die Vorziehen, die du auch vorhin gesagt hast, eigentlich ein schwaches Licht. Da habe ich die 24-7, 20 Tage, dann habe ich die bei der Blütenfutterbewegung das erste Maiwoche angenähert, wie du gesagt hast, war schon draußen wieder rein. Die sind da in der Topfpflanzen. Das heißt, ich habe den 2. April zum Leben gerufen
und die sind jetzt über einen Meter, das heißt aber auch in den Kälte- oder regenreichen Perioden müssen die rein. Und so habe ich in den letzten zwei Jahren auch immer wieder einiges an doch leckeren Jamaikern mit viel Aufwand produziert. Aber ich gebe dir da recht, also dass da draußen ein von 15 Sommer, der knallt, oder zwei Sommer in 15 Jahren hast du mal auch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch eine Frage. Ich habe so Exit, jetzt aus der Automatikpflanze. Was heißt Exit? Aus einer Automatikpflanze jetzt Samen sind da entstanden. Da sind ein paar Blütesäcke, also Pollensäcke dran gewesen. Mhm. Und ist das dann auch wieder eine Automatikpflanze, die dann daraus wird, oder ist es dann kommt nicht auf, garantiert? Ich kann es nicht garantieren, weil ich weiß nicht, was davor. Das war eine Auto-Orange-Bus von Sweet. Ich weiß nicht, was sie davor halt in ihrer Linie drin haben. Wenn das eine total lange Autoflower-Linie ist, würde ich sagen, ja. Weiß ich aber nicht, ich kann es nicht sagen. So haben Sie gesagt, 12 Generationen, dann sollte es eigentlich Autoflower sein, würde ich sagen, ja. Muss nicht sein. Mm-mm. Nein. Ja, aber wie gesagt. Ja, genau. Und das ich hätte noch eine Frage. Du hast gesagt, du interessierst dich auch sehr für Genetik. Ja. Weißt du, ob es irgendwie Forschung gibt zu dem Thema Lichtsensitivität von oder Sensibilität eigentlich von photoperiodischen Pflanzen? Wann die sozusagen, wann der kritische... Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben eine Pflanze, die mit 8 Blütwochen Outdoor ungefähr rauskommt, dann ist es die Frage, ob die Mitte Juli oder Anfang Juli vielleicht schon in die Blüte geht. Nee, total. Erst, und das tatsächlich, das habe ich auch dann letztes Jahr in Kalifornien gelernt, weil ich dachte mal, ich habe mir das eingebildet, dass in manchen Jahren die Pflanzen einfach ein bisschen früher anfangen zu blühen und ein bisschen später. Nee, das ist auf jeden Fall so. Letztes Jahr haben sie mir dann Fotos an dem gleichen Tag vom letzten Jahr gezeigt, wie groß die Blüten waren. Ich dachte, okay, krass, das sieht aus wie 10 Tage Unterschied oder irgendwie sowas. Ne? Ist, glaube ich, auch schon so ziemlich das Max so von meinem Gefühl. Ich glaube, vorletztes Jahr war auch irgendwie echt extrem spät, wenn mich nicht alles erinnert. Aber auch da kann ich nicht sagen, woran es liegt. Und ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt, wann sozusagen die kritische Tageslänge von den Pflanzen so ist, dass sie anfangen zu blühen. Du würdest jetzt gerne wissen, bei wie vielen Stunden fängt an, Sorte A zu blühen sozusagen? Oder? Ich meine, das wäre das Perfekte, ne? wenn man sozusagen eine Outdoor-Sorte sich raussucht, wo man weiß, okay, die blüht zwar lange, aber die geht relativ fix in die Blüte im Sommer bei mir. Mhm. Oder ob man, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Umweltbedingungen, gerade beim Outdoor-Grow, irgendein Vulkanausbruch war oder irgendwas, weißt du, an der Lichtzusammensetzung ist anders in dem Jahr, dass die Pflanze halt früher in die Blüte geht oder später. Also wie gesagt, ich kann es leider nicht erklären, ich kann nur bestätigen, dass es so ist. Ja. Alles klar, dann würde ich das jetzt gerne beenden wollen. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören.